Meine lieben Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich recht Recording in herzlich. progress. Ja, meine lieben Gäste, meine lieben Freunde, ab jetzt wird aufgezeichnet. Ich bedanke mich vielmals, dass Sie hier heute Abend erschienen sind. Insbesondere gilt der Dank an Herrn Lange, an Professor Wohlmeier, an Herrn Röper und Herrn Pohlmann. Danke vielmals aber auch an die anderen vielen Gäste. Wir haben heute eine wichtige Veranstaltung und ich darf ganz kurz einige Einleitungen geben, die mir wichtig erscheinen und auch die Regeln, die heute Abend gelten sollen. Deswegen geben Sie mir dann bitte 2, 3 Minuten maximal. Ich darf vorstellen als Co-Moderator den Rudolf Kulowitsch. Rudi, kannst du dich mal irgendwie kenntlich machen? Ja, mit Handzeichen. Wunderbar, danke vielmals. So, dann haben wir die als Chefmoderatorin, die Tanja Stopper. Tanja, bist du? Schönen Ja, Abend. mal die Hand heben, bitte. Dann Ja, fällt's hallo. mir auf. Und den Dominik Hölzer. Und Ja, hallo. als technischen Spezialisten und Berater bin ich sehr froh, dass der Peter Sauer dabei ist. Wunderbar, herzlichen Dank. Meine lieben Gäste, zum Ablauf. Gleich kommt eine ganz kurze Einführung als PowerPoint-Präsentation, etwa 3 Minuten. Dann kommt Herr Lange 20 Minuten ran mit seinem Vortrag. Danach wird als Erster dann Herr Professor Wohlmeier antworten. Und dann kommt Herr Pohlmann und Herr Röper. Und danach wird dann das breite Publikum die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich gehe mal eben jetzt kurz in die Freigabe. So, es gilt für heute Abend und auch für alle zukünftigen Diskussionen im Ewahlparlament die goldene Regel: Bitte dem jeweiligen Redner nicht ins Wort fallen. Ich weiß, es ist manchmal schwierig. Ich bitte höflich darum, dass diese goldene Regel eingehalten wird. Sollte ein Redner oder eine Rednerin zu lange über das Ziel hinausschießen, dann erscheint dieses Bild. Bitte zum Ende kommen, die Redezeit ist überschritten. Jetzt einige Erklärungen und einige Hintergründe. Wir sind keine Putin-Versteher, NATO-Versteher, USA-Versteher oder Verschwörungstheoretiker. Wir bitten, diese Worte zu streichen, in unserem Zusammenhang. Das EWA-Parlament akzeptiert die völlige Dämonisierung Russlands und die damit verbundene Dialogverweigerung im Interesse des Friedens nicht. Die Dialoge im EWA-Parlament sind kein Tribunal und kein Verhör, sondern eine faire, sachliche und zivilisierte Auseinandersetzung schwierigster Themen. Erstmals erhalten bei öffentlichen Dialogen wichtige Dokumente und Argumente einen immer gültigen Code mit Evaluierungsstatus, abgekürzt ES, der im Lauf der Zeit auf- oder abgewertet werden kann. Fairer, sachlicher und transparenter geht es kaum. Hier können Sie mal die Beispiele sehen. Die Evaluierung Ukraine-Konflikt ist seit 3 Jahren in Arbeit. Hier können Sie also sehen, dass dort links die Codes sind, dann mit den Texten. Da kommen links rein und rechts bei den Texten sind jeweils die Evaluierungsstatus, also der ES-Faktor, der flexibel ist, der auf- oder abgewertet werden kann. Hier ein weiteres Beispiel. Da werden alle wichtigen Aussagen des heutigen Abends und alle wichtigen Dokumente kommen dort rein und haben einen Code, auf den man sich immer wieder beziehen kann. Wenn Lange oder einer der Experten auf eine bestimmte Frage nicht antworten möchte, weil zum Beispiel Rücksprache mit dem Team, wird das ohne Prestigeverlust akzeptiert. Allerdings bitten wir darum, zu einem späteren Zeitpunkt die Beantwortung der Frage nachzuholen. Meine lieben Gäste, wenn wir es nicht mehr schaffen sollten, mein Gott, bei weit auseinanderliegenden Positionen einen friedlichen, zivilisierten Dialog auf Augenhöhe zu führen, dann sind wir vom Abgrund einer gescheiterten Demokratie und dem Abbau des inneren und äußeren Friedens nicht mehr weit entfernt. Ein wichtiger Sinn der Dialoge liegt darin, der breiten Bevölkerung seriöse, glaubwürdige Dokumente und Argumente zu bieten, damit sie sich im Laufe der Zeit eine fundierte Bildung bilden kann. Abschließend
Unter medialer Zeitenwende, beim politischen Dialog, verstehen wir faire, sachliche Dialoge, wie soeben beschrieben, goldene Regel, nicht ins Wort fallen, Versuche aller Seiten, die Position des Andersdenkens zu verstehen. Jeder Redner kann eine Antwort ohne Prestigeverlust verschieben. Wichtige Argumente und Dokumente erhalten einen immer gültigen Code mit einem flexiblen Evaluierungsstatus, wie eben gerade gesagt. Das alles machen wir für die wichtigsten Personen der Welt. Ich bitte jetzt Herrn Lange, das Wort zu übernehmen. Bitte schön. Kurzer Einwurf. Wir wollten noch kurz alle informieren über die Aufzeichnung, dass alle Bescheid wissen. Das sollte noch passieren am Anfang, bei in der Vorgespräch eben. Ja. Ja, also das wird alles aufgezeichnet. Danke vielmals, Herr Rüppert. Das wird alles aufgezeichnet und natürlich in irgendwelchen Kanälen veröffentlicht. Wenn jemand von den Zuhörern nicht möchte, dass sein Name oder sein Bild erscheint, dann muss er halt eben bei seinem Beitrag das wegklicken. So, bitteschön, Herr Rüpper. Recording stopped. Herr Lange, ne? Nicht Herr Röper. Entschuldigung, Herr Lange, pardon, ist Und aber nicht wahr. ich habe gerade die Meldung bekommen, dass die Aufnahme gestoppt wurde, nur zur Info. Ja, ich starte wieder neu. Okay, gut, dann halte ich mich Recording in raus. progress. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit. Ich finde das sehr interessant, hier mal bei Ihnen reinzuschauen. Und also ja nicht nur mit Ihnen zu sprechen, sondern auch zu lernen, was Sie hier machen und wie Sie das machen. Der Grund, warum Sie mich eingeladen haben, ist eine Broschüre, die ich veröffentlicht habe. Und ich will kurz ein bisschen was dazu sagen, warum es diese Broschüre überhaupt gibt und warum ich das wichtig finde, mich mit diesen Themen auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen. Und dann auf ein paar Punkte eingehen. Ich werde Ihnen jetzt nicht die Broschüre vorlesen. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn dieser Veranstaltung. Ich will ein paar Punkte herausgreifen, die ich für wichtig halte in der Debatte um die Frage, wie beurteilt man Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine? Dann freue ich mich auf die Diskussion und auf die Auseinandersetzung dazu. Ich habe eine Vorbemerkung zu der Broschüre. Die Broschüre heißt Aber die NATO und beschäftigt sich mit Argumenten, die immer wieder auftauchen, seit mindestens 2,5 Jahren, aber einige davon schon seit mehr als 10 Jahren, wenn es um Diskussionen zu Russland und zur Ukraine geht. Und was ich daran faszinierend finde, ist, dass es eine ganze Reihe von Argumenten gibt, die durch eine ganze Reihe von nicht nur wissenschaftlichen Veröffentlichungen und journalistischen Veröffentlichungen, sondern auch durch Aussagen zum Teil der handelnden Akteure widerlegt worden sind. Aber die tauchen immer wieder auf und sind sozusagen Bestandteil der Debatten. Und ich habe den Eindruck, man kann sich überhaupt nicht weiter bewegen in der Debatte, wenn man immer wieder zum 100 Millionensten Mal versucht, die gleiche Frage zu klären, die doch eigentlich längst geklärt ist. Und eine dieser Fragen ist die Frage, aber die NATO, die ja im Grunde als Chiffre steht dafür, dass nicht Wladimir Putin Schuld trägt am Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern dass die NATO schuld daran ist. Und das ist auch die Gemeinsamkeit vieler dieser Argumente, dass es immer darum geht, eine Schuldverschiebung vorzunehmen und auf irgendeine Art und Weise von Putin weg, der diesen Angriffskrieg begonnen hat gegen die Ukraine, der die Entscheidung getroffen hat, der auch die Verantwortung dafür trägt, hin zu irgendwas anderem. Die NATO ist schuld, die Ukraine ist selbst schuld, der Westen ist schuld. Also es gibt eine ganze Reihe von Erklärungsmustern, die immer wieder auftauchen. Und der Hintergrund ist dieser Diskussion, dass wir als Münchner Sicherheitskonferenz seit einiger Zeit, seit mehr als 2 Jahren, mit einer Reihe von Townhall-Diskussionen, die Zeitenwende on Tour heißt, im Land unterwegs sind, also im Land in Deutschland, in vielen Städten schon gewesen sind und dort versuchen, Menschen zusammenzubringen in einer Townhall, die normalerweise nicht zusammen kommen würden, weil sie sehr unterschiedliche Auffassungen haben zu sehr vielen Themen.
und dann an dem Abend nicht zu denen von oben herab zu sprechen, sondern da in so diesen Town Halls stehen immer die Fragen der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund und Antworten, Diskussionen. Und gerade bei diesen Town Hall-Diskussionen in ganz Deutschland ist mir das nochmal aufgefallen, dass einem immer wieder die gleichen Argumente begegnen und dass es einen gewissen Stillstand gibt in der Debatte. Und ich würde jetzt drei von diesen Argumentationen und meine Argumentation dazu einmal vortragen. In der Broschüre gibt es 10. Es gibt insgesamt sicherlich noch viel mehr als diese 10. Ich trage jetzt mal diese drei vor, dann haben wir eine Grundlage für die Diskussion und für weitere Gespräche hier in dieser Runde. Und ich fange mit dem Punkt an, der ja auch den Titel dieser Broschüre bildet. Aber die NATO, im Grunde ist es ja die Aussage, die NATO und der Westen würden durch die Erweiterung der NATO eine Mitschuld tragen an dem Krieg, den wir jetzt seit 2014 schon sehen, aber in der Form der Großinvasion in die Ukraine seit 2022. Und diese Behauptung, die muss man klar zurückweisen. Diese Behauptung ist falsch. Die Schuld an diesem Krieg trägt Wladimir Putin. Es gab keine Zusage des Westens, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Und die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Und Russland selbst hat sogar anerkannt, dass Russland kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Mitglieder hat. Es gibt ja eine sehr häufig wiederholte Behauptung, die sagt, der Westen hat Russland versprochen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Die hat aus meiner Sicht genau den Zweck, den ich vorhin schilderte. Man will Russland in die Rolle eines Opfers der NATO-Politik bringen. In Wahrheit gab es solche Zusicherungen nie. Die gab es auch nicht im 2+4-Vertrag, auch wenn man das immer wieder liest. Im 2+4-Vertrag ging es ausschließlich um die Zukunft des wiedervereinigten Deutschlands. Und natürlich wurde die NATO-Mitgliedschaft Ostdeutschlands im 2+4-Vertrag geregelt. Aber andere osteuropäische Länder sind im 2+4-Vertrag mit keinem Wort erwähnt. Und man muss sich ja auch vor Augen führen, dass zu dem Zeitpunkt, als der 2+4-Vertrag verhandelt und abgeschlossen wurde, der Warschauer Pakt als Militärbündnis von der Sowjetunion geführt, noch existierte, noch bis 1991. Es gibt ein Zitat, das ich kurz zitieren möchte von Michail Gorbatschow, das vielleicht einige von Ihnen kennen, aber das in dem Zusammenhang wirklich von großer Bedeutung ist, der in Bezug auf die 2+4-Verhandlungen sagte, das Thema NATO-Erweiterung wurde überhaupt nicht diskutiert und in jenen Jahren auch nicht angesprochen. Ich sage das mit voller Verantwortung. Kein einziges osteuropäisches Land hat das Thema angesprochen, nicht einmal nach dem Ende des Warschauer Pakts 1991. Auch die westlichen Staats- und Regierungschefs brachten es nicht zur Sprache. Hinzu kommt ja, dass die NATO sich nicht erweitert in dem Sinne, wie das häufig behauptet wird, sondern Mitgliedschaften in der NATO gehen ja von den Staaten aus, die Mitglied der NATO werden wollen. Das ist eine souveräne und demokratische Entscheidung der Länder, die der Allianz beitreten wollen und der Bündnispartner. In dem Zusammenhang wird richtigerweise auch immer wieder darauf hingewiesen, dass 1997 die Mitglieder der NATO und Russland die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet haben. Beide Seiten haben sich darin verpflichtet, die Souveränität aller Staaten zu achten und Russland erkennt in dieser NATO-Russland-Grundakte an, dass es kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder hat. Das hat Russland nicht nur anerkannt, sondern das ist ja ein verbindlicher Vertrag, den Russland unterschrieben hat 1997. Putin versucht, den Angriffskrieg gegen die Ukraine damit zu rechtfertigen, dass er einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zuvorkommen wollte. Und es ist tatsächlich auch so, dass die euroatlantische Integration, so wurde das in der Ukraine genannt, also die Integration in EU und NATO als euroatlantische Integration schon ab 2002 ein offizielles Ziel der ukrainischen Politik war. Der NATO-Gipfel in Bukarest
2008 hat beschlossen, der Ukraine keinen Mitgliedsplan für die NATO-Mitgliedschaft anzubieten, da zu dem Zeitpunkt für viele der Beteiligten in der NATO viele Fragen offen waren. Es hat also nicht die NATO die Ukraine zu einer Mitgliedschaft gedrängt, sondern die Ukraine ist auf die NATO zugegangen und die NATO hat in Bukarest 2008 beschlossen, keinen Mitgliedschaftsaktionsplan zu geben. Man kann also nicht davon sprechen, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bevorstand. Ich will jetzt von anderen Themen wie angebliche Stationierung von Raketen und all solchen Dingen gar nicht sprechen. Die gehören für mich wirklich ins Bereich, in den Bereich der Mythen. Wenn Sie das wollen, können wir da später darauf zurückkommen. Das ist die Faktenlage und vielleicht kann man noch hinzufügen, weil es ja häufig so getan wird, als wäre irgendwer dabei, Russland zu umzingeln oder Russland zu bedrängen. Die NATO stellt für Russland keine Bedrohung dar, stellte auch für Russland nie eine Bedrohung dar. Und ich meine, man muss ja nur auf die Karte gucken und zu sehen, also Russland als das geografisch größte Land der Welt, selbst nach dem Beitritt Finnlands, selbst nach dem Beitritt Finnlands, beträgt der Anteil der russischen Landgrenze mit NATO-Staaten 11% der Grenze insgesamt. Der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, und das mache ich kürzer, ist das Thema, das auch immer wieder auftaucht, und das mich persönlich auch, manchmal in die Verzweiflung treibt, weil es nicht totzukriegen ist. Es ist im Grunde das Argument, aber der Donbass. Jetzt wissen wir alle, wie Wladimir Putin argumentiert hat, und versucht hat, seine Großinvasion 2022 zu rechtfertigen. Aber ich glaube, ein Aspekt dieser Argumentation, aber der Donbass ist ein besonders perfides Beispiel von Desinformation und Informationskrieg. Weil immer wieder behauptet wird, die Ukraine hätte den Donbass bombardiert, hätte die eigenen Bürger im Donbass bombardiert und dabei hätte es 15.000 Tote gegeben. Und es wird suggeriert, die Ukraine hätte 15.000 russlandfreundliche oder sogar russischstämmige Menschen im Donbass getötet durch Bombardierung. Das ist die Aussage, die da immer wieder getroffen wird. Die Zahl 15.000 gibt es tatsächlich. Das ist eine Aufrundung von Schätzungen der Vereinten Nationen. Dabei handelt es sich aber nicht in diesem Bericht der Vereinten Nationen um die Opfer ukrainischer Angriffe, sondern die Zahlen der Vereinten Nationen gehen im Konflikt seit 2014 von etwa 3.500 getöteten Zivilisten aus, etwa 4.000 ukrainischen Soldaten und etwa 5.500 Toten bei den von Russland angeleiteten bewaffneten Separatisten. Bei den 3.500 zivilen Opfern. Ich bin keine Figur übrigens. Also ich bin hier gerne dieser Einladung gefolgt und ich bin wirklich bereit, hier einen sachlichen Diskurs zu führen, aber ich bin auch nicht bereit, mich als Figur zu bezeichnen zu lassen. Ich werde hier auch niemanden als Figur bezeichnen. Also das nur in Bezug auf den Chat. Bei den 3.500 zivilen Opfern im Donbass lässt sich nach dem Bericht der Vereinten Nationen, das betrifft die Jahre 2014 und 2015, nicht genau sagen, ob sie sich auf einer Seite der Auseinandersetzung verorteten und ob diese Menschen in Anführungszeichen pro-ukrainisch oder in Anführungszeichen pro-russisch waren. Und was ich besonders zynisch finde, ist, dass in dieser Zahl 15.000 im Bericht der Vereinten Nationen, die immer wieder sozusagen von Russland benutzt wird, als wären das die Opfer der Ukraine, dass da auch die 298 toten Passagiere der abgeschossenen Maschine des Flugs MH17 enthalten sind in diesem UN-Bericht. Wer MH17 abgeschossen hat und wie das von sich gegangen ist und wer verantwortlich ist für die 298 Opfer, dazu gibt es eine ausführliche Ermittlung und mittlerweile auch Urteile.
Es gibt überhaupt keine sachliche Grundlage, so zu tun, als wären das Opfer der Ukraine gewesen. Das waren sie ganz eindeutig nicht, aber das zeigt etwas über den Zynismus dieser Desinformation. Es gab keinerlei Pläne der Ukraine, den Donbass militärisch angreifen zu wollen. Und nach den Jahren 2014 und 2015 ist ja die Zahl der Opfer im Donbass gesunken. Und ich habe noch eine Zahl der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Von Januar 2017 bis Mitte September 2020 sind 161 Zivilisten im Donbass ums Leben gekommen, etwa gleich viele auf beiden Seiten. Das widerspricht ja dieser Erzählung, die man oft hört, es hätte da Vorbereitung der Ukraine zu einem militärischen Angriff und Intensivierung der Bombardierung gegen die Bevölkerung im Donbass gegeben. Also weder der Bericht der Vereinten Nationen noch der Bericht der OSZE belegen das in irgendeiner Art und Weise. Und besonders problematisch finde ich in dem Zusammenhang die propagandistische Nutzung der Zahl 15.000 aus dem Bericht der Vereinten Nationen in einem völlig vertreten und durch Fakten überhaupt nicht gedeckten Kontext. Und der letzte Punkt, den ich gerne ansprechen möchte hier in meinem kleinen Impuls, ist in Bezug auf die häufigen Behauptungen zur Ukraine der Punkt Friedensabkommen im Frühjahr 2022. Auch da wieder. Und ich finde, das haben viele dieser Argumente gemeinsam. Der Versuch der Schuldverschiebung, den man, wenn man den an sich seziert, sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss, weil das Argument ja so funktioniert. Angeblich hat es ein fertiges Friedensabkommen gegeben. Boris Johnson hat das aber torpediert. Und dann wird daraus abgeleitet. Und deswegen muss sich keiner wundern. Und Russland hat auch das Recht, den Krieg weiterzuführen, weil die Ukraine hätte ja Frieden haben können im Februar, im April 2022. Also wenn man jetzt mal nur dieses Argument gibt, dass man versucht, durch Schuldverschiebung immer wieder zu rechtfertigen, warum Russland diesen Krieg führt, finde ich das schon problematisch genug. In der Sache ist es ja so, dass der Westen die Ukraine nie an einem Abkommen oder an Verhandlungen mit Russland gehindert hat. Das ist nie passiert. Es gab auch im März und April 2022 kein von beiden Seiten akzeptiertes Friedensabkommen. Es gab ein Dokument, über das gesprochen worden ist. Das gab es in unterschiedlichen Versionen. Aber es gab eine ganze Reihe von offenen Fragen. Und dieses Dokument, das Wladimir Putin propagandistisch immer wieder hochgehalten hat bei unterschiedlichen Anlässen, ist kein Dokument, das von der Ukraine zu diesem Zeitpunkt akzeptiert war. Es gab eine ganze Reihe von Punkten in diesem Entwurf, wo die ukrainische Seite gesagt hat, das sind Punkte, die müssen in einem Gespräch, wenn es stattfindet, zwischen Selenskyj und Putin noch geklärt werden. Das war der Versuch, wie bei diplomatischen Verhandlungen oft üblich, strittige Fragen zunächst auszuklammern und im Zweifelsfall auf die höchste Ebene zu verschieben, damit sie da geklärt werden. Das ist bei diplomatischen Verhandlungen ja so üblich. Die Ukraine und Russland haben auf Vermittlung des türkischen Präsidenten tatsächlich verhandelt. Ich will jetzt nicht die gesamte Geschichte dieser Verhandlungen mit den Gesprächen in Belarus und in der Türkei hier nachzeichnen. Die Ukraine war in diesen Gesprächen dazu bereit, grundsätzlich über die Änderung des Ziels der Mitgliedschaft in einer NATO zu sprechen, zugunsten wirksamer Sicherheitsgarantien. Dazu muss man wissen, dass das Ziel der NATO-Mitgliedschaft in der Ukraine in der Verfassung verankert ist. Da gibt es auch Gründe dafür. Das ist erst in neuerer Zeit passiert und hat direkt etwas mit dem Verhalten Russlands zu tun. Aber so eine Änderung einer ukrainischen Verfassung ist zumindest mal mit großen Hürden verbunden. Die Ukraine war dazu bereit. Knackpunkt waren die russische Forderung nach der Verkleinerung der ukrainischen Streitkräfte und die Verschiebung der Klärung einer möglichen Zugehörigkeit der Krim.
Aber auch da gab es zu dem Zeitpunkt tatsächlich zumindest eine Aussicht auf eine Einigung, dass man die endgültige Klärung der Zugehörigkeit der Krim verschiebt auf viele Jahre in die Zukunft, und dass man diese NATO-Frage klärt. In dem Sinne, dass die Ukraine wirksame Sicherheitsgarantien bekommt und auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Die Ukraine hat natürlich darauf bestanden, dass die russische Armee sich auf die Linien von dem 24. Februar 2022 zurückzieht. Zeitgleich zu diesen Verhandlungen. Und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, es gab eine ganze Reihe von Punkten, die zu klären gewesen wären in einem möglichen Gespräch zwischen Selenskyj und Putin. Zeitgleich zu diesen Verhandlungen scheiterte der russische Angriff auf Kiew und die russischen Truppen nördlich von Kiew haben sich schrittweise zurückgezogen. Und in den Tagen etwa ab dem 29. März 2022 hat die Ukraine, weil sie in die Orte zurückkehren konnte, die Gräueltaten unter anderem in Butscha entdeckt und die Aufklärung hat begonnen. Also die Streitkräfte der Ukraine haben Leichen von Zivilisten mit auf den Rücken gefesselten Händen auf der Straße gefunden, Opfer von Folter. Allein in Butscha haben die russischen Besatzer innerhalb eines Monats mehr als 450 Zivilistinnen und Zivilisten getötet. Das hat in der Ukraine, aber auch auf der ganzen Welt Reaktionen ausgelöst, weil insbesondere den Ukrainern, aber nicht nur den Ukrainern, der Charakter des Krieges deutlich geworden ist. Mit diesem Vorgehen gegen die ukrainische Bevölkerung. Ab da haben Präsident Selenskyj und die ukrainische Regierung seit Offenlegung der Massaker von Butscha die Auffassung vertreten, dass nur der vollständige Abzug der russischen Besatzer vom gesamten Staatsgebiet der Ukraine und die Verfolgung und Bestrafung der durch russische Soldaten begangenen Kriegsverbrechen Bedingungen für Friedensverhandlungen sind. Und ich glaube, man kann ab dem Zeitpunkt schon sagen, die Friedensverhandlungen haben ihren Charakter völlig verändert und waren ab dem Zeitpunkt zum Scheitern verurteilt. Boris Johnson war übrigens tatsächlich in Kiew am 9. April 2022 und hat zum Ausdruck gebracht, als britischer Ministerpräsident damals, dass die in diesem Abkommen vorgesehenen Sicherheitsgarantien durch Großbritannien und auch durch andere westliche Staaten aus seiner Sicht nicht leistbar wären. Also die westlichen Staaten haben sich nicht in der Lage gesehen, der Ukraine diese dort auf dem Tisch liegenden Sicherheitsgarantien zu geben. Mittlerweile weiß man durch Veröffentlichung, dass Russland erwirken wollte, dass Russland auch bei diesen Sicherheitsgarantien ein Mitspracherecht hat. Und das war für die Ukraine vollkommen inakzeptabel nach den Erfahrungen mit dem Budapester Memorandum. Aber auch die grundsätzliche Vorstellung, dass das Land, das die Ukraine angreift, mitentscheidet, ob man der Ukraine bei der Verteidigung hilft. Weder Großbritannien noch die USA, Frankreich oder Deutschland haben die Ukraine jemals dazu gedrängt, ein Abkommen nicht zu unterschreiben oder Verhandlungen abzubrechen. Die Bundesregierung, aber auch die Regierung der anderen genannten Länder sind sehr konsequent in der Haltung, dass es allein Sache der Ukraine ist, ob, wie und worüber Friedensverhandlungen geführt werden. Daran hat sich auch nichts geändert. Und abschließend möchte ich nochmal sagen, dass man aus meiner Sicht einer Friedenslösung und einer Beilegung nicht nur des Krieges, sondern auch einer dauerhaften Sicherheit in Europa nur näher kommt, wenn man nicht durch Argumentationen wie diejenigen, mit denen ich mich hier auseinandergesetzt habe, immer wieder versucht, die Schuld zu verschieben und den Eindruck zu erwecken, am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wäre jemand anders schuld und jemand anders wäre dafür verantwortlich als Wladimir Putin und Russland. Man muss Russland zurück zum Frieden drängen. Das ist der einzige Weg, wie wir zu einem Frieden kommen werden. Und dann muss man, wenn man das geschafft hat, in der Lage sein, zu formulieren, wie eine dauerhafte Sicherheitsordnung in Europa eigentlich aussehen könnte, ohne Grauzonen und auch in einer Regelung, die Russland davon abhält,
in Zukunft andere Länder wieder zu überfallen, wie es das 2014 und 2022 in der Ukraine getan hat. Vielen Dank für Ihre Geduld und für das Zuhören. Recording stopped. Ja, danke vielmals, Herr Lange. Ich habe jetzt eine Bitte an Sie. Wir haben Ihnen Recording in progress. sehr aufmerksam zugehört. Bitte sind Sie so nett und erweisen Sie diesen Respekt jetzt gegenüber den anderen drei Experten, die jetzt zu Wort kommen, und dann werden wir darüber diskutieren. Ich gebe das Wort an Professor Heinz Mohlmeier. Recording stopped. Recording in progress. So, bin ich im Bildschirm? Ja, alles in Ordnung. Ja. Ich bin der Älteste in der Runde und ich habe noch das Morden, unsinnige Morden im Zweiten Weltkrieg erlebt und 10 Jahre russische Besatzung. Und ich habe aufgrund dessen, was ich erlebt habe, immer eine Maxime als notwendig erachtet oder sinnvoll, nämlich, dass ein auch ungerecht empfundener Friede besser ist als ein unsägliches Leid verursachender Krieg. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf das Referat von Kollegen Lange auf den Punkt bringe, dann sind es zwei Dinge. Das eine, dass die Russen nicht glaubwürdig sind, und das zweite, dass man sie mit Waffengewalt auf den Verhandlungstisch zwingen muss. Und da möchte ich ein zweites englisches Wahrwort in die Diskussion bringen. Das heißt, don't drive them to despair. Treib sie nicht zur Verzweiflung. Wenn die Russen massiv ins Eck getrieben werden, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie die einzige Waffengattung, bei der sie überlegen sind, und das ist die Atomwaffe, einzusetzen bereit sind. Und dann haben wir Weltkrieg und massive Zerstörung. Und daher möchte ich bitten, dass wir zu einem Dialog kommen, und möchte als Beispiel anführen, wie wir den Staatsvertrag mit den Russen bekommen haben. Der musste ja Staatsvertrag heißen, weil er durfte nicht Friedensvertrag oder sonst etwas heißen. Daher der nichtssagende Name Staatsvertrag. Und da haben Julius Raab und Leopold Figl in einer Zeit, in der der Kalte Krieg noch voll im Gang war, beschlossen, auf die Russen zuzugehen. Und ein wesentlicher Punkt war, dass wir ihnen die Neutralität versprochen haben, aus freien Stücken, mit dem Kalkül für die russischen Militärs, dass dann ein neutraler Keil vom Genfer See bis zum Neusiedler See in die NATO kommt und damit die von den Russen gefühlte NATO-Bedrohung entschärft wird. Und das ist wirklich gelungen. Und daher würde ich jetzt auch den Kollegen Lange bitten, dass wir die Diskussion nicht abbrechen und nicht auf einer Linie beharren, dass wir die Russen mit Waffengewalt auf den Verhandlungstisch bringen müssen, sondern dass wir mit ihnen in einen Dialog eintreten. Und ich möchte zum Schluss noch, weil das ist schriftlich vorhanden, die Russen haben im Dezember 1991 ein
umfangreiches Dokument vorgelegt, das besagt, welche Maßnahmen sie für die wechselseitige Sicherheit verlangen müssen. Und zwar war es ein Dokument, auf das die USA nicht einmal geantwortet haben. Und das muss man sich einmal vor Augen führen. Und man muss sich noch etwas vor Augen führen. Die beiden Minsker Abkommen, die ja sogar von den Vereinten Nationen und vom Sicherheitsrat als völkerrechtlich verbindlich akzeptiert wurden, dass diese schlicht negiert und nicht durchgeführt wurden und dass die jetzt schon in Pension seiende Angela Merkel, aber auch der britische Militärattaché in Wien eindeutig gesagt haben, diese Abkommen wurden nur geschlossen, um die Russen ruhig zu stellen und in der Zwischenzeit die Ukraine militärisch auf NATO-Standard aufzurüsten. Und ich glaube, wenn man sich das noch vor Augen führt oder im Kopf zergehen lässt, dann muss man erkennen, dass die Russen, die ja das klar mitbekommen haben, sich über den Tisch gezogen fühlen und daher misstrauisch geworden sind. Und damit möchte ich nicht länger sein, sondern bitten, dass wir den Dialog eröffnen und nicht wechselseitige Schuldzuweisungen machen. Gut, Heinrich, recht herzlichen Dank. Meine lieben Gäste, ich möchte höflich darum bitten, weder Herrn Lange noch jemanden sonst hier als Figur zu bezeichnen. Ich möchte gern, dass die Person von Herrn Lange voll akzeptiert wird, so wie auch der anderen Teilnehmer. Wir diskutieren hier die Thesen und die Argumente von Herrn Lange und die können wir nach Herzenslust dann, wenn man so will, attackieren oder versuchen zu widerlegen. Aber bitte, ich möchte die Person von Herrn Lange nicht als Figur genannt haben, sei es im Chat oder sei es direkt. Ich gebe jetzt das Wort an den Herrn Pohlmann. Bitte schon. Recording stopped. Recording in progress. Herr Pohlmann, das Mikrofon einschalten, bitte. Dirk, dein Mikrofon. Mikrofon. Dirk, hallo. Mikrofon einschalten. Ja, er hat es, glaube ich, mitbekommen. Aber er hat ein anderes Problem. Eben hat es ja noch geklappt. Kann der Host ihn einschalten? Das müsste auch gehen. Peter, kannst du ihn einschalten? Kannst du sein Mikro einschalten? Ich versuche es gerade. Ich kann ihn auch nicht einschalten. Ich habe das versucht. Jetzt. Also ich konnte es nicht einschalten. Ich habe alles mitgehört, aber so. Also jetzt funktioniert es aber. Erstmal danke für die beiden Vorredner. Und danke für die Erwähnung von Minsk 1 und 2. Also was mir hier fehlt bei dem Vortrag von Herrn Lange, ich werde ganz am Ende auf Einzelheiten vielleicht 2 Minuten eingehen, weil das nicht mein Punkt ist. Das heißt Münchner Sicherheitskonferenz. Ich hatte eigentlich erwartet, dass eine Sicherheitskonferenz sich damit beschäftigt, wie wir zur Sicherheit kommen, wie es möglich ist, diesen Konflikt zu beenden, so schnell wie es geht. Es ist ein Konflikt, der mittlerweile 600.000 junge Menschen auf der ukrainischen Seite das Leben gekostet hat. Das sind Schätzungen von westlichen Militärs. Wir haben auch, nee, das brauche ich nicht, es gibt ja eine Zählung von den Toten. Das ist ein unerträglicher Zustand in Europa, dass so etwas wieder möglich ist. Das müsste eigentlich der Hauptpunkt sein.
Was ich gehört habe, sind Begründungen, warum dieser Krieg geführt werden muss. Und zwar auch mit der Begründung, dass falsche Narrative im Umlauf sind. Das Wichtigste bei diesem Konflikt ist, wenn man verhandeln will, wenn man das überhaupt vorhat, wenn man davon ausgeht, dass man diesen Konflikt anders als durch eine militärische Lösung beenden kann, muss man sich in die Rolle der Gegenseite versetzen. Das ist etwas, was zum Beispiel Gorbatschow gefordert hat, aber damals auch die Sozialdemokraten. Das Stichwort ist Common Security Strategy, gemeinsame Sicherheitspolitik. Und das bedeutet, dass man die Interessen der Gegenseite versteht. Das ist übrigens sogar Teil des Völkerrechts. Man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, das sind meine Rechte, die will ich, kann ich einfordern, sondern es ist im Völkerrecht so, dass man die Sicherheitsinteressen der anderen Seite mit bedenken muss. Und es ist, glaube ich, unzweifelhaft so, dass Russland die mögliche Stationierung von Nuklearwaffen bis in die Ukraine, worüber ja die ganze Zeit von der Ukraine geredet wird, aber auch damals bereits bei den Briefen, die zwischen der NATO und der USA und Russland hin und her gingen. Ich habe damals Teile davon übersetzt und dort wurde gesagt, dass man die Amerikaner bisher davon abgesehen hätten, Nuklearwaffen in Osteuropa, Polen, Rumänien oder auch Ukraine zu stationieren, dass das aber im Rahmen von zweiseitigen Verträgen möglich wäre. Das mit der Mitgliedschaft der NATO, die angesprochen wurde, war für Russland der Auslöser für diesen Krieg. Das sollte man einfach einmal zur Kenntnis nehmen, dass das einer der Hauptursachen ist. Dann NATO, dass es erlaubt ist für jeden Staat, dass Russland unterschrieben hat, dass jeder Staat Mitglied der NATO werden kann. Zu diesem Zeitpunkt, das ist historisch unlauter, zu diesem Zeitpunkt hat es eine ganz andere Situation gegeben. Ich erinnere daran, dass Russland in die NATO eintreten wollte. Die NATO wurde gesehen als eine Art internationale Organisation, in der Konflikte, bevor sie virulent werden, besprochen werden können. Die Information mit dem Eintreten, ich habe ein Interview gehabt mit dem Jacques Beau, also Mitglied des strategischen militärischen Aufklärungsdienstes der Schweiz, der extra nach Russland geschickt wurde, um dort zu eruieren, ob die Russen etwas dagegen hätten, falls die Schweiz in die NATO eintritt. Und damals war es so, dass er war ja im russischen Generalstab, wurde gesagt, nein, hat man nichts dagegen, wenn die Schweiz eintritt, weil wir wollen es ja selber. Aus diesem Grund, dass die NATO betrachtet wurde, naiverweise als ein Bündnis, das dazu da ist, Konflikte zu vermeiden. Das ist nicht dazu da. Wie wir gesehen haben, zum Beispiel in Libyen, wie wir jetzt sehen, dass das Nordatlantische Bündnis ins Südchinesische Meer geschickt werden soll. Wir sehen die NATO-Kriege, die geführt worden sind. Jugoslawien 1999. Das ist ein Ereignis gewesen, was dazu geführt hat, dass es auch in Russland anders gesehen wurde. Dann ist es so, dass die Stationierung zum Beispiel, also wir könnten auch so sagen, die Hauptforderung von Russland war eine Neutralität der NATO. Es hat in Russland noch nicht mal Stimmen dagegen gegeben, dass die Ukraine Mitglied der EU werden könnte, aber nicht der NATO. Es gab auch keine Probleme mit zweiseitigen Wirtschaftsbeziehungen in beide Richtungen von Seiten der Russen. Das war eine Forderung der EU, dass es keine Beziehungen mit Russen geben soll. Und die Tatsache, dass Victoria Nuland gesagt hat, man hat 5 Milliarden Dollar dafür ausgegeben, um die Situation, also sozusagen die Situation in der Ukraine so weit zu kriegen, dass man in einen übrigens verfassungswidrigen Putsch reingekommen ist. Das kann man nicht wegschieben von dieser ganzen Entwicklung. Das heißt aus Sicht, und dann Odessa zum Beispiel. Also das heißt, wo man gesehen hat, dass Nazi-Mobs in der Lage sind, so ein Massaker anzurichten. Ich habe selber Texte übersetzt aus der Ukraine von Belinsky und anderen aus im Azov-Umfeld, wo von einer einer nationalsozialistischen Politik gesprochen wurde und auch die Ideologie entsprechend war. Ablehnung der parlamentarischen Verhältnisse, Führerprinzip, biologische Überlegenheit der Ukraine. Das sind alles Sachen, die so massiv waren, dass mir klar wurde damals, wenn man das beobachtet, dass da alle Alarmglocken angehen. Zu der Verhandlungssache, lesen Sie bitte den Artikel von Boris Johnson im Spectator, wo er vor kurzem in der Ukraine war
und sagt angesichts der vielen Schwerversehrten, die er dort getroffen hat, dass der Krieg weitergehen musste. Er beschreibt das selber. Und es ist von anderen Leuten auch beschrieben worden, darunter dem ukrainischen Präsidentenberater Arestovic, der wörtlich gesagt hat, wir hatten bereits die Sektkorken hatten geknallt, wir waren uns einig. Es ging darum, das Ganze in feste Form zu gießen. Also, dann außerdem, Russland hat eindeutig ein Interesse, seine russischstämmigen Bevölkerung im Donbass zu schützen. Und das weiß ich aus eigenen Gesprächen, dass das in diesem Teil war, Russland wurde bereits betrachtet, als dass sie nicht genug tun für ihre eigenen Leute. Das war sozusagen eine drängende Situation auch für Putin, wo er beweisen musste, dass er nicht ein neuer Gorbatschow ist. Dazu komme ich gleich noch. Gorbatschow, der über den Tisch gezogen wurde vom Westen. Das heißt, die Leute in diesen Gebieten haben erwartet, dass Russland ihnen hilft. Was man auch daran sieht, dass ungefähr 5 Millionen Ukrainer nach Russland geflohen sind. Das sollten sie auch zur Kenntnis nehmen. Und dass Russland keinerlei Interesse haben wird, die Westukraine sich einzuverleiben, weil das ein konstanter Guerillakrieg wäre. Die sind doch nicht bescheuert. Niemand glaubt, dass Russland braucht keine neuen Gebiete, braucht keine neuen Länder, braucht keine neuen Schwierigkeiten, indem es sich einen konstanten Guerillakrieg ins Haus holen wird. Das sind alles Punkte. Ich will jetzt einmal kurz darauf eingehen. Also, ich sage, dass die Situation, dass man Raketen stationiert mit einer Flugdauer zwischen 3 und 6 Minuten, bis sie einschlagen in Russland, ist etwas, was auch die Amerikaner nicht akzeptieren würden, wenn die Chinesen in Mexiko Raketen stationiert würden. Sie haben es auch nicht akzeptiert, als die Sowjets auf Kuba Raketen stationiert haben. Das ist das Gleiche. Wir haben, also es wurde damals ja auch nicht gesagt, Kuba darf sich frei entscheiden, ob es zum sozialistischen Block gehören will. Da gibt es keine weiteren Abkommen. Wir haben gerade in der UNO die Abstimmung gehabt, wo noch in diesem jetzt gerade die Sanktionen gegen Kuba weiter beschlossen worden sind. Und zwar 186 Länder der Erde haben dagegen gestimmt und 2 haben dafür gestimmt, USA und Israel. Und dann gibt es noch ein paar Enthaltungen, die ich jetzt weglasse. Also die Erfahrung, die die Russen haben, wenn sie es historisch machen, ist, dass man dem Westen nicht vertrauen kann. Das ist Minsk 1 und 2, ganz klar. Das sind die ganzen Verhandlungen, die geführt worden sind, dass man sieht, und die Zusicherungen, die an Gorbatschow gegangen sind. Ich erinnere daran, das wissen nicht viele Leute, der Punkt war, dass Gorbatschow gefordert hatte, dass Deutschland neutral werden muss, wenn es wiedervereinigt wird. Und davon hat er Abstand genommen, nachdem die Amerikaner gesagt haben, jetzt in meinen Worten, aber ich kann es vorlesen, ich habe es hier, ja, dass sie gesagt haben, wenn Deutschland neutral wird, ist keine Garantie, dass es friedlich ist. Wir hatten schon mal ein neutrales Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Da ist es nicht Teil von einem Bündnis geworden. Es ist ein durch und durch militaristischer Staat, der gefährlich ist. Er hat aufgerüstet und hat die Welt in einen zweiten Krieg gestürzt. Deswegen, liebe Sowjets, gesagt, ist es nicht besser, sagen wir, Amerikaner sagen euch das, ist es nicht besser, wenn wir auf diese Deutschen aufpassen, dass sie nicht wieder verrückt spielen? Wenn sie in der NATO bleiben, passen wir für euch mit auf diese Deutschen auf, dass sie nicht gefährlich werden. Das ist unser Angebot. Überlegt, ob das nicht sinnvoller ist, dass sie in der NATO bleiben. Wir sagen euch aber, dass sie nicht weiter, wir gehen nicht weiter Richtung Osten. Das war ja, was jetzt gerade auch gerade gebrochen wird. Ein weiterer Beleg dafür, dass man uns nicht über den Weg trauen kann. Und ich höre jetzt gleich auf, aber ich will Ihnen zwei Sachen, das ist hier 2008 Michail Gorbatschow. Sie haben ihn zitiert und Sie haben ihn richtig zitiert. Aber was Sie, und das finde ich wahrheitswidrig, Sie wissen das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie es nicht wissen, dass Gorbatschow sehr unterschiedliche Stellungnahmen dazu abgegeben hat. Und Sie haben die rausgesucht, die in diese Richtung tendiert. Ich lese Ihnen jetzt mal zwei andere vor. Das ist hier von 2008. Da sagte der deutsche Bundeskanzler Kohl, US-Außenminister James Baker und andere sicherten mir zu, dass die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde. Daran haben sich die Amerikaner nicht gehalten und den Deutschen war es gleichgültig. Vielleicht haben sie sich sogar die Hände gerieben, wie toll man die Russen über den Tisch ziehen kann. Was hat es gebracht? Nur, dass die Russen westlichen Versprechungen nun nicht mehr trauen. Das ist Gorbatschow 2008. Und jetzt will ich Ihnen noch, warten Sie, eine weitere vorlesen. Mit, muss gerade ziehen.
Die Amerikaner hatten, wie 2008 Gorbatschow selber klar gesagt hat, versprochen, das ist jetzt das Zitat, dass die NATO nach dem Kalten Krieg sich nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus bewegen würde. Aber jetzt ist halb Mittel- und Osteuropa Mitglied. Was ist also aus ihren Versprechen geworden? Das zeigt, dass man ihnen nicht trauen kann. Das klingt anders als das, was Sie vorgelesen haben, und aus Gründen der historischen Wahrheit sollten Sie klarstellen, dass Gorbatschow in Russland verhasst ist, weil er als der Idiot gilt, der dem Westen vertraut hat, der das Sowjetreich zugesehen hat, wie es zerstört wurde und wie er jetzt in eine kriegerische Situation geführt wurde. Gorbatschow, der, nachdem er gestorben war, dem wir die Wiedervereinigung zu verdanken haben, noch nicht mal einen deutschen Vertreter bei seiner Beerdigung gehabt hat, war keiner aus der Politriege. Ich selber war noch 2010, war das, glaube ich, hier in Berlin, wo er gefeiert wurde. Er wurde so lange gefeiert, wie er als nützlicher Idiot vom Westen benutzt werden konnte. Und diese Attitüde wird uns auf die Füße fallen. Und ich erwarte von Akademikern, von Politikern, aber insbesondere von Leuten, die sich mit Sicherheit beschäftigen, einen Überblick über die Gesamtsituation, die ein Interesse hat, nämlich, dass meine Kinder nicht in einem Krieg verbluten werden. Und ich habe kein Interesse, ich habe kein Vertrauen mehr, nachdem ich sehe, wie die Ukraine, wie bis zum letzten Ukrainer gekämpft wird in einem mittlerweile klar verlorenen Krieg, bei dem es nicht mehr in den Verhandlungen darum gehen kann, wer Recht hat, sondern wie man diese Schlachten so schnell wie möglich beendet. Danke. Recording stopped. Herzlichen Dank, Herr Pohlmann. Recording in progress. Und danke vielmals, dass ihr alle ruhig zugehört habt. So, ich gebe jetzt das Wort an Herrn Röper. Bitte schön, Herr Röper. Recording stopped. Gut, also ich habe mir einiges aufgeschrieben. Recording in progress. Danke für die Aufnahme. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ich bin jetzt unvorbereitet reingekommen und wollte eigentlich auf das reagieren, was gesagt wird. Das tue ich auch. Ich gehe mal meine Notizen der Reihe nach durch. Ich werde auch einiges an Quellen dazu geben. Soll ich die dann in den Chat stellen, müsst ihr mir noch sagen. Zunächst einmal zum Vorwort. Ich werde mich ganz klar positionieren. Ich bin Putin-Versteher und ich bin USA-Versteher. Ich kann einen Konflikt nur verstehen, wenn ich beide Seiten verstehe. Ich kann gar nicht einsehen, dass man in Deutschland das Wort Putin-Versteher negativ sieht. Ich bin auch ein Biden-Versteher, weil ich mich damit beschäftige, was der Mann will, weil nur dann kann ich verstehen, was er will und wo die Probleme in einem Konflikt liegen. Ich muss beide Seiten verstehen. Ich muss ihnen nicht zustimmen, aber verstehen muss ich sie. Das dazu. Dann habe ich eine Frage, die Herr Lange mir vielleicht später noch beantworten kann. Ich will jetzt erstmal das nicht gleich in eine Diskussion ausarten lassen, sondern auch erstmal durchreden. Aber ich habe wurde ja auch verschickt hier, ein Interview mit Herrn Lange gelesen. Ah, übrigens, vielen Dank, dass Sie da sind. Das weiß ich sehr zu schätzen, denn in der Regel wird ja leider nur übereinander gesprochen, und dass Sie sich hier darauf einlassen, auch mal miteinander zu reden. Ich biete es immer wieder an, dass ich zu solchen Gesprächen bereit bin. Das kommt eigentlich nicht vor, von daher, das rechne ich Ihnen hoch an, gleich vorweg. Sie haben in einem Interview jetzt mehrfach gesagt, es wäre längst geklärt, also Putin hätte gesagt, das ist dann Ihr Zitat, ich will die Ukraine vernichten, ich will überhaupt nicht reden. Da würde mich eine Quellenangabe interessieren. Ich lebe in Russland, ich spreche Russisch, und da ich journalistisch tätig bin, ist es meine Aufgabe, jeden Auftritt von Putin mir anzuschauen, teilweise zu übersetzen etc. Wie gesagt, ich bin Putin, verstehe, ich gucke mir aber auch Bidens Reden an. Und das hätte Putin nie gesagt. Also mich würde interessieren, wo Sie die Quelle dafür herhaben. Die hätte ich gerne. Dazu können Sie einen Chat stellen nachher, wie auch immer. So, dann haben meine beiden Vorredner etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich die gefühlte Bedrohung. Herr Lange, wir werden uns nicht einig werden, ob die NATO aggressiv ist oder nicht. Das werden wir unterschiedlich sehen, auch wenn wir uns stundenlang beim Bier hinsetzen. Aber es ist völlig korrekt, dass in der internationalen Politik man nur dann etwas erreichen kann, wenn man die Sorgen, Interessen und Ängste der anderen Seite ernst nimmt. Es wurde schon gesagt, als sowjetische Atomraketen auf Kuba standen, haben die USA dafür einen Atomkrieg riskiert, weil sie das gefährlich fanden. Die Russen finden die NATO an ihrer Grenze gefährlich. Das müssen sie nicht teilen, die Meinung, aber vielleicht sollte man sie akzeptieren, weil sonst, weil dadurch ist dieser Ukraine-Krieg, sie bestreiten das, darauf komme ich noch, aber der Ukraine-Krieg ist dadurch entstanden, dass die Ukraine in die NATO wollte oder die NATO in die Ukraine einvernehmen. Das können wir jetzt stehen lassen, wer das ist. Tatsache ist, das ist tatsächlich das Kernproblem. Die Russen sehen das als gefährlich an und sahen aus ihrer Sicht keine andere Möglichkeit mehr, als ihre Sicherheit zu gewährleisten. Ich meine, das kann man den Russen jetzt auch ganz schwer vorwerfen, weil wie war das mit dem Irak? Saddam Hussein hatte angeblich Massenvernichtungswaffen. Wir wissen, das war gelogen. Aber es war das Argument, mit dem die USA einen brutalen Angriffskrieg gegen den Irak geführt haben, ohne dass es Sanktionen im Westen gab. Also
Da fühlten die USA sich bedroht von jemandem am anderen Ende der Welt, aber die Russen dürfen sich nicht bedroht fühlen von jemandem vor ihrer Haustür. Ist sehr stark messen mit zweierlei Maß, so kommen wir nicht weiter. Gut, dann ganz wichtig, das Thema Sicherheitsordnung in Europa wurde angesprochen. Russland hat, als Ende 21 klar wurde, dass es in der Ukraine eskalieren wird, hat Russland im Dezember 21 Vorschläge für gegenseitige Sicherheitsgarantien veröffentlicht an die NATO und an die USA. Ich fand die sehr vernünftig. Die redeten unter anderem davon, keine Manöver mehr nahe an der Grenze, Truppen abziehen, Europa atomwaffenfreie Zone. Fand ich eigentlich sehr, sehr nett, das, was die Russen da vorgeschlagen haben, und es war alles gegenseitig. NATO und USA haben zum Monatswechsel Januar, Februar 22 abgelehnt, darüber zu reden. Auch nur zu reden. Sie haben nicht mal verhandelt und dann gesagt, wir kommen zu keiner Einigung. Sie haben Verhandlungen abgelehnt. Damit war klar für jeden Experten und wahrscheinlich für Sie damals auch, dass Russland reagieren musste. Das können Sie jetzt schlecht finden, aber ich glaube, wenn Sie Experte sind, wussten Sie zu dem Zeitpunkt, dass es knallt. So, dann kurz zum Minsker Abkommen. Das wurde uns ja bis Ende 21 präsentiert als das Abkommen, dass Russland nicht einhält, weshalb die Sanktionen nicht gelockert werden können, weil Russland dagegen verstößt. Russland wird ja in dem Abkommen nicht erwähnt, also schon das war Unsinn. Aber was im Westen gar nicht erwähnt wird, und auch dafür kann ich gerne Quellen zur Verfügung stellen, das letzte Treffen im Rahmen des Normandie-Formats, also Minsker Abkommen, fand im Dezember 2019 statt in Paris. Und danach ist Zelensky, das sagen seine Mitberater inzwischen offen in der ukrainischen Presse, danach ist Zelensky nach Hause gekommen und hat gesagt, das Abkommen ist doof. Wir bereiten uns auf einen Krieg mit Russland vor. Wir wollen Krieg. Hat den Generalstab angewiesen, sich vorzubereiten. Das ist nicht russische Propaganda, das ist nicht meine Fantasie. Das sagten Zeugen, Berater von Zelensky. So, jetzt komme ich zum Thema NATO-Mitgliedschaft, von der Sie ja sagen, das könnte überhaupt kein Grund für Russlands Tun und Handeln sein. Zunächst einmal zur Osterweiterung. Es wurde von Herrn Pohlmann schon gesagt, dass das schlicht und ergreifend unwahr ist, was Sie sagen, dass es den Russen nicht versprochen wurde. Ja, es wurde nicht schriftlich versprochen, aber es wurde mündlich versprochen. Die Akten sind längst offen, und zwar egal, ob wir die Akten aus den USA nehmen, wo Baker sagte, not an inch. Wir können auch, ich habe das hier schon rausgesucht als Link, der Spiegel hat berichtet, ich kann das Datum auch sagen, der Spiegel hat zum Beispiel berichtet, ist ja nicht so, dass man nur Englisch können muss, um sowas zu finden. Sekunde, wo habe ich das gehabt? Hier im Spiegel berichtet, das war Februar 22, hat der Spiegel über einen ganz überraschenden Aktenfund berichtet, wo in deutschen Papieren, in deutschen Akten drin stand, ich muss das kurz suchen, um es zu zitieren, aber der Spiegel schrieb, Bonds Vertreter Jürgen Hoburg erklärte laut dem Vermerk, wir haben in den 2+4 Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die NATO nicht über die Elbe hinaus ausdehnen. Wir können daher Polen und anderen keine NATO-Mitgliedschaft anbieten. So, deutsche Akten, Regierungsakten. Also die Aussage, und da muss ich mich Herrn Pohlmann anschließen, es ist etwas unredlich, wenn Sie Ihre Argumentation auf unwahren Behauptungen aufstellen. Wie gesagt, Sie können gerne sagen, dass es den Russen nicht schriftlich gegeben wurde, da würde keiner protestieren, aber dass es das nicht gegeben hat, ist unwahr. Dann ermieden Sie die NATO-Russland-Akte, ein wichtiges Dokument, leider aber inzwischen auch längst hinfällig, weil auf Betreiben des Westens der NATO-Russland-Rat gar nicht mehr tagt und weil in dem Dokument klar gesagt ist, dass keine NATO-Truppen in Osteuropa stationiert werden in den neuen Mitgliedstaaten. Wir wissen, dass das längst weg ist. Man nehme nur die US-Raketenabwehr, die in Rumänien und Polen steht. Also das heißt, das ist längst gebrochen. Komischerweise existiert der Vertrag noch, warum die NATO nicht die Ehrlichkeit hat, den auch einfach zu kündigen, verstehe ich nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Gleiches gilt für die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Sie sagen, die Ukraine will da rein. Das sei denen gegönnt, dass sie das wollen. Aber die NATO muss ja nicht jeden aufnehmen. Herr Pohlmann hat es erwähnt. Es gab zwischen Putin und Clinton damals noch Gespräche über einen möglichen NATO-Beitritt der Russen. Und da hat die NATO das nicht gewollt. Also die NATO kann ja auch sagen, ich nehme jemanden nicht auf. Sie muss es ja nicht. Sie ist ja nicht verpflichtet. Sie haben auch das Budapester Memorandum erwähnt, das ja Russland so böse gebrochen hat. Da kann ich auch eine schöne Quelle zu. Denn das Memorandum betraf ja auch Weißrussland, das ja auch seine Atomwaffen damals abgegeben hat. Und dann haben die USA 2013 Sanktionen gegen Weißrussland verhängt, die es gegen das Memorandum verstoßen. Und damals hat die US-Botschaft in Minsk eine Presseerklärung rausgegeben, weil Minsk gesagt hat, ihr Verstoß gegen das Budapester Memorandum. Und darin hat die US-Botschaft in Minsk das Budapester Memorandum als, Zitat, nicht bindend bezeichnet. Die Pressemeldung ist weg, aber im Webarchiv findet man sie. Ich lege sie auch in die Quellen.
So, das heißt, Budapester Memorandum ist eine sehr streitbare Sache, zumal, wenn man es gelesen hat, steht da nicht sonderlich viel drin. Aber die USA haben es schon 2013 als rechtlich gar nicht bindend betrachtet. Sich jetzt darauf zu berufen, ist also schwierig. Und dann, letztes Wort zum Budapester Memorandum. Sie sind von der Münchner Sicherheitskonferenz, Sie waren vielleicht im Saal, als Selenskyj, ich glaube, es war der 19. Februar 2022, bei der Münchner Sicherheitskonferenz in einer Rede sagte, er würde das Budapester Memorandum nicht mehr einhalten wollen, also im Klartext, er würde die Ukraine nuklear bewaffnen wollen. Die Ukraine hat jetzt dazu die technischen Möglichkeiten, Atomkraftwerke und das Know-how. Die Ukraine war ein Teil der sowjetischen Atomwaffenindustrie. Ich erinnere nochmal an das Beispiel Irak. Die Amerikaner fanden Massenvernichtungswaffen beim Irak am anderen Ende der Welt so schlimm, dass sie das Land zerstört haben. Sie fanden Atomwaffen auf Kuba so schlimm, dass sie einen Atomkrieg mit der Sowjetunion riskiert haben. Aber niemand im Westen bringt Verständnis auf, wenn die Russen Atomwaffen in ihrem Nachbarland, das in seiner Nukleardoktrin, in seiner Militärdoktrin von 2021 drinstehen hat, mit Russland einen Krieg um die Krim führen zu wollen, das steht da drin seit März 2021, dass dieses Land sich atomar bewaffnet, dass Russland das nicht witzig findet, dafür hat man im Westen komischerweise kein Verständnis. Wir können jetzt zur Krim stehen, wie wir wollen, ist völlig egal. Die Frage ist, ist die Krim ein Atomkrieg wert? Das heißt also, Budapester Memorandum ist als Argument ausgesprochen schwierig. Dann noch ein paar Worte zum Donbass. Ich war im Donbass und nicht nur einmal. Und ich war in Donetsk und ich habe da auch gewohnt. Und ich finde den Umgang mit der Aussage, dass es schlicht und greifend Unsinn wäre, dass da gebombt wurde, ist einfach, das ist dreist. Es gibt die Toten, es gibt den Beschuss, es gibt die Allee der Engel, die ist dem Westen so peinlich, dass die Wikipedia-Artikel darüber gelöscht wurden. Die kannst du nicht mehr finden. Also die Allee der Engel ist ein Gedenkstätte in einem Park im Zentrum von Donetsk zu Ehren der inzwischen über 100 Kinder, die bei diesen Bombardements getötet wurden, mit Namen, mit allem drum und dran, mit Bildern, ist sehr ergreifend, dort zu stehen. Das heißt, da kann ich Ihnen, wir können jetzt über die Zahlen, die 15.000, die will ich nicht erwähnen, weil ich glaube, die Zahl ist eh Quatsch. Das sind alles Schätzungen, von denen ich nicht wirklich viel halte. Also von daher, das mit dem Donbass sehe ich sehr anders. Ich werde in die Linkliste auch noch ein Video reintun. Das ist vom 2. Juni 2014, weil Sie ja sagen, wurde nicht bombardiert. Ich habe jetzt eben einfach irgendein Beispiel gesucht. 2.6.2014 hat die ukrainische Luftwaffe eine schwere Fliegerbombe im Zentrum von Lugansk vor der Stadtverwaltung abgeworfen. Es gab mehrere Tote. Also von daher, das ist auf Video festgehalten, unbestritten, dass die Ukraine den Donbass nicht bombardiert hat, ist unwahr. Und auch die Intensivierung des Beschusses des Donbass hat es gegeben. Nachzulesen in den OSZE-Berichten irgendwann ab November 21. Der Beschuss hat massiv zugenommen. Die OSZE hat in den Berichten täglich die Zahl der Einschläge, die sie registriert hat, gemeldet. Die sind massiv gestiegen und sind unmittelbar im Februar, unmittelbar vor der Eskalation, durch die Decke gegangen. Nachzulesen, immer noch online bei der OSZE. Zu behaupten, dass es das nicht gegeben hat, ist ebenfalls unredlich. So, und dann das Letzte. Das Friedensabkommen von Istanbul, auf das Sie angesprochen haben, ja, das war nicht fertig, da haben Sie recht. Aber es war von der Ukraine immerhin schon paraffiert, also zumindest mal so, dass auch die Ukraine damit grundsätzlich einverstanden war und bereit war, darüber weiter zu reden. Nun ist die Streitfrage, hat der Westen den Frieden nicht gewollt und ihn verhindert? Sie sagen ganz klar nein. Ich sage, ein Herr Schröder, ein Herr Orban, ein türkischer Außenminister und ein israelischer Ministerpräsident Bennett, um nur die wichtigsten zu nennen, die alle damals an den Verhandlungen mehr oder weniger beteiligt waren, sagen alle ja. Die sagen alle, die USA haben das gestoppt. Ja, die Aussagen kann man nicht wegwischen. Gut, und zum Thema Butscha möchte ich nicht viel sagen. Das ist ja in Deutschland ein sehr kritisches Thema, nur so viel. Sie erwähnten eine Aufklärung. Da hätte ich gerne einen Link zu der Aufklärung von Butscha, und zwar zu der offiziellen, weil es gibt bis heute noch nicht mal eine offizielle Liste der Toten, dass man mal die Namen überprüfen kann. Haben die überhaupt in Butscha gewohnt? Was sind das für Menschen? Die Ukraine gibt nichts raus. Wenn Sie da etwas zu haben, was ich nicht habe, wäre ich Ihnen dafür sehr dankbar, weil da offensichtlich unser Kenntnisstand auch unterschiedlich ist. So, ich habe versucht, schnell durchzukommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Diskussion ist von meiner Seite eröffnet. Ja, Herr Röper, herzlichen Dank. Recording danke sehr. In progress. Meine lieben Gäste, ich möchte etwas noch sagen. Dieser Abend heute ist etwas unfair insofern, als drei Personen eine völlig andere Meinung haben als Herr Lange. Ich hatte Herrn Lange noch zugegeben etwas kurzfristig angeboten. Er hätte die Möglichkeit, noch zwei weitere
Damen und Herren von der Münchner Sicherheitskonferenz einzuladen. Es ist genau das, was ich bei den deutschen Talkshow-Veranstaltungen nicht mag, wenn da Sarah Wagenknecht ist und dann vier von der anderen Seite, die auf sie einschlagen. Mhm. Ich möchte sagen, von der Ewald-Seite her habe ich Herrn Lange angeboten, zwei weitere Personen mitzubringen, sodass es ein bisschen ausgewogener wäre von der Zahl. Er hat es nicht gemacht, wahrscheinlich aus Zeit, was deswegen bitte ich um Verständnis, dass der Herr Lange jetzt etwas mehr Zeit bekommt, aus Fairnessgründen. Meine lieben Gäste, jetzt kommen wir in die heiße Phase dieses heutigen Abends. Ich bitte auch jetzt, dem Herrn Lange nicht ins Wort zu fallen, dass er jetzt in Ruhe seine Gegenargumente bringen kann. Und hinterher bitte ich dann insbesondere die drei Experten per Hand sich zu melden und dann werden sie einzeln aufgerufen. Und dann kommen wir ja anschließend zu der versprochenen Diskussion mit den Gästen. Bitte schön, Herr Lange, ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank. Es wird, glaube ich, für uns alle nicht so einfach sein, jetzt alle Punkte in den Aspekten zu diskutieren. Es liegen jetzt sehr viele Dinge hier auf dem Tisch. Ich kann jetzt ehrlicherweise auch nur auswählen und auf ein paar Argumente eingehen und noch ein paar Punkte bringen. Das geht anderen wahrscheinlich auch so. Und zu den anderen Einladungen, also ich habe ja gesagt, ich lerne auch, wie dieses Format funktioniert und was Sie hier in dieser Gruppe machen. Sie sind ja offensichtlich auch zum Teil oder zum großen Teil Leute, die sich kennen und die sich öfter treffen. Jetzt ist das am Freitagabend um 20 Uhr. Das haben wir jetzt nicht so einfach, Leute zu überzeugen, in diese Diskussion zu kommen, insbesondere nicht ein oder zwei Tage vorher. Und auch ich selbst, also ich bin gerne hier, habe aber auch jetzt nicht sozusagen unendlich Zeit an diesem Abend. Das nur als Vorbemerkung. Ich meinte jetzt andere Personen, die ich noch hätte einladen können. Das war innerhalb von zwei Tagen für einen Freitagabend ausgesprochen schwierig. Ich möchte eine Vorbemerkung und zwei Vorbemerkungen machen, bevor ich auf ein paar Dinge eingehe. Die eine Vorbemerkung, die mir wirklich wichtig ist, ist, ich hab 3 Jahre lang in Russland gelebt und 6 Jahre in der Ukraine. Ich spreche fließend Russisch und fließend Ukrainisch. Ich habe sehr viele Freunde, die in Russland gelebt haben oder noch da leben. Und ich habe auch sehr viele Freunde und Bekannte, die in der Ukraine leben oder gelebt haben. Und ich habe deswegen natürlich auch sozusagen in beide Richtungen eine Betroffenheit, was diesen Krieg betrifft. Und ich teile alles, was gesagt worden ist, dass wir alles unternehmen müssen, um dafür zu sorgen, dass nicht nur dieser Krieg beendet wird, sondern dass es auch keine Möglichkeiten gibt, weitere Kriege und weitere Gewalt in dieser Auseinandersetzung fortzuführen. Ich finde aber, in der ganzen Diskussion, so wie ich sie bisher gehört habe, gibt es zumindest die Schieflage, dass immer wieder darüber gesprochen wird, was Russland denkt und wie Russland das sieht. Übrigens, Herr Rüpper, ich habe auch mal im schönen St. Petersburg gelebt und bin auch oft im Donbass gewesen, habe auch übrigens mit vielen Leuten im Donbass gearbeitet in der Zeit, in der ich in der Ukraine war. Wenn Sie mal vorbeikommen, kurzer Einwurf, gerne ein Bierchen in privater Atmosphäre, können wir mal in Ruhe reden. Die Perspektive, die ich erstmal grundsätzlich wichtig finde, weil sie in diese ganze Debatte reinspielt, ist, dass genauso wichtig wie das, was Russland denkt, was wir denken oder was vielleicht die Amerikaner oder andere denken, das ist, was die Ukraine und die Ukrainer denken. Man muss wirklich sehr aufpassen in dieser Debatte, dass man nicht immer sich nur auf Russland kapriziert, sondern dass man die Ukraine auf der gleichen Höhe betrachtet wie uns, die Russen und alle anderen. Und ich erwähne das deswegen, weil das in den deutsch-russischen Beziehungen, mit denen ich mich ja auch schon seit über 25 Jahren beschäftige, aus meiner Sicht ein latentes Problem ist, dass man immer für wichtig hält, was wir in Berlin denken, für wichtig hält, was in Moskau gedacht wird und alle dazwischen, die müssen sich irgendwie mal einfügen in das, was wir für richtig halten, zusammen mit den Russen. Das wollte ich nur als Vorbemerkung einmal davor stellen. Dialog mit Russland ist angesprochen worden. Ich möchte zumindest mal dafür werben, die Perspektive für möglich zu halten, dass es die ganze Zeit über
Versuche gibt, mit Putin und auch mit Russland, soweit das möglich ist, über Putin hinaus zu sprechen. Und dass man auch zur Kenntnis nehmen muss, was man in diesen Gesprächen als Antwort bekommt. Wir können über die innere Verfassung, weil ich gerade die Frage sehe, Homogenität der Ukraine, gerne sprechen. Was wir nicht machen sollten, ist für die Ukrainer sprechen oder so tun, als wüssten wir besser als die Ukrainer, was für die Ukrainer richtig ist. Das würden wir von uns, wir würden es auch nicht akzeptieren, wenn uns jemand sagt, was für uns richtig ist und wie wir uns verhalten sollen. Das können die Ukrainer, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden. Bei Dialog mit Russland, die aktuellen Antworten, nur die Antworten aus den letzten Tagen. Dmitri Trenin, der relativ gut informiert ist darüber, was im Kreml gedacht wird, der sagt, die aktuellen russischen Zielstellungen sind volle Kontrolle über Kiew, volle Kontrolle über den militärischen und den Rüstungsindustriekomplex in der Ukraine. Entscheidung darüber in Moskau, welchen Bündnissen die Ukraine beitreten kann oder nicht beitreten kann und die vier laut russischer Gesetzgebung annektierten Oblaste der Ukraine, in Klammern, die ja gar nicht erobert worden sind, sondern die auf dem Papier annektiert worden sind, die auf jeden Fall auch. Und ich finde, wenn man über Dialog redet, dann ist es ja nur fair, zumindest mal zur Kenntnis zu nehmen, was die Position der russischen Seite zu diesem Dialog zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und zur Kenntnis zu nehmen, dass es für die Ukraine schwierig ist, auf so einer Grundlage in den Dialog einzutreten und irgendwas zu besprechen. Und mein Punkt, den ich vorhin gemacht habe in Bezug auf, oder den Sie angesprochen haben, Herr Röper, in Bezug auf Putin will nicht reden, sondern Putin will vernichten. Das ist kein Zitat, wo Putin gesagt hat, ich will die Ukraine vernichten. Das ist meine Einschätzung, die ich in diesem Interview gegeben habe. Und die beziehe ich auf Wladimir Putin. Die beziehe ich auf Wladimir Putin. Und die beziehe ich auf die russischen Handlungen in diesem Krieg. Also, Entschuldigung, ich würde einfach gerne ausreden und die Regeln dieses Dialogs einfach auf alle anwenden. Wladimir Putin hat vor diesem Krieg einen bemerkenswerten Aufsatz geschrieben über die historische Einheit von Ukrainern und Russen. Die Kernaussage dieses Aufsatzes ist, und das ist, glaube ich, für das russische imperialistische Denken ein ganz wichtiges Leitmotiv, dass es gar keine Ukrainer gibt und gar keine Ukraine gibt. Und ich spitze das jetzt mal etwas zu polemisch. Das ist an dieser Stelle aus meiner Sicht auch erlaubt. Aber das putinsche Denken, sein Leitmotiv für diesen Krieg ist, dass die Ukrainer durch den Einfluss des dekadenten Westens kurzzeitig vergessen haben, dass sie eigentlich Russen sind. Und dass man jetzt da militärisch einschreiten muss, damit die Ukrainer wieder verstehen, dass sie Russen sind, damit die historische Einheit zwischen Ukrainern und Russen wiederhergestellt werden kann. Und ich finde diesen Aufsatz so wichtig, weil er ein Denken zum Ausdruck bringt, das in der Russischen Föderation ja nicht nur bei Putin da ist, sondern bei sehr vielen und von vielen Eliten in Russland geteilt wird, nämlich dass Russland das Recht hat, den Völkern in seiner Nachbarschaft vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben und dass Russland definiert, wer ein Russe ist und wer nicht. Und dazu passen ja auch die Plakate, die man in Russland gesehen hat während dieses Krieges, dass Russland keine Grenzen hat. Russland darf machen, was es will, es hat keine juristischen Grenzen und Russland hat auch keine geografischen Grenzen. Russland ist da, wo Russland entscheidet, dass Russland da ist. Ich finde, man muss das ernst nehmen. Und man muss, selbst wenn man es nicht ernst nimmt oder wenn man es nicht teilt, ganz in dem Sinne, wie Sie die russische Wahrnehmung geschildert haben, muss man ernst nehmen, was das in der Wahrnehmung der Ukrainer, der Georgier, der Belarussen, der Moldawier eigentlich macht, wenn Russland so auftritt, insbesondere vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen, die die mit Russland gemacht haben. Das kann man jedenfalls nicht ausblenden. Ich halte diese imperialistischen Bestrebungen für den eigentlichen Kriegsgrund von Wladimir Putin. Und er hat es ja in diesem Aufsatz über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer selbst zum Ausdruck gebracht. Im Übrigen auch in seiner Kriegserklärung bzw. seiner Begründung für die sogenannte militärische Spezialoperation hat er das nochmal zum Ausdruck gemacht. Und das ist doch der eigentliche Kern dieser russischen Idee der Denazifizierung. Man will den Ukrainern die Idee, dass die Ukrainer und eine eigenständige Nation sind, austreiben, sondern die Ukrainer müssen wieder verstehen, dass sie Russen sind. Und wer das eben nicht versteht,
Der muss dran glauben. Und mit diesem Mindset sind doch auch die russischen Soldaten in der Ukraine einmarschiert und agieren da bis heute. Berichte darüber gibt es in großer Menge. Zum Minsker Abkommen. Ich kenne diese Aussage von Frau Merkel, die sie ja retrospektiv gemacht hat. Und darauf haben sich, glaube ich, einige bezogen, die das im Chat erwähnt haben und auch was erwähnt wurde in der Diskussion. Und Frau Merkel hat gesagt, wenigstens hat das, also ich mache das jetzt sinngemäß, wenigstens hat das Minsk-Abkommen der Ukraine Zeit gegeben, um sich stärker zu rüsten. Daraus wird jetzt gemacht, das Minsk-Abkommen sei von westlicher Seite nur abgeschlossen worden, um dann die Ukraine aufzurüsten. Das hat Frau Merkel nicht gesagt. Das hat sie auch nicht gemeint und sie hat es übrigens auch nicht gemacht. Deutschland hat die Ukraine nicht aufgerüstet nach 2014. Wir haben ein bisschen militärmedizinische Zusammenarbeit gemacht. Andere Staaten haben militärische Ausbildung gemacht, vielleicht auch Ausrüstung. Deutschland hat das nicht gemacht seit 2014. Insofern finde ich die Argumentation da mindestens mal etwas schief. Ich glaube, dass Putin mittlerweile das Minsker Abkommen insofern bereut, als dass er es damals einfacher gehabt hätte mit dem Einsatz seiner regulären russischen Streitkräfte, die ja zu dem Zeitpunkt in der Ukraine aktiv waren. Das war ja der Grund für diese intensiven Verhandlungen. Er hätte es damals einfacher gehabt, seine militärischen Ziele, die er jetzt formuliert hat, in der Ukraine zu erreichen. Das ist jetzt wesentlich schwieriger geworden für ihn, weil er die Großinvasion erst 2022 gestartet hat. Bei Interessen und Sicherheitsinteressen vielleicht eine Bitte. Also ich finde das sehr wichtig, über die Details dieses Krieges Russland gegen die Ukraine zu sprechen. Ich glaube aber, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir ständig andere Dinge hereinbringen, was anderswo irgendwer gemacht hat. Ich bin übrigens ein großer Freund davon, Doppelmoral und doppelte Standards anzuprangern. Ich glaube, einiges, was die Vereinigten Staaten von Amerika gemacht haben und wofür die Verantwortung tragen, ist nicht richtig. Ich glaube übrigens auch einiges, was die Bundesregierung gemacht hat, nicht richtig. Ich glaube aber nicht, dass wir in der Sache Russland gegen die Ukraine weiterkommen, wenn wir ständig sagen, aber der Irak, aber der Kosovo, aber dies, aber jenes. Das löst die Frage eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine ehrlich gesagt nicht. Das ist eine Argumentationsfigur, die eigentlich immer nur wieder sagen soll, ja, die Russen haben doch ein Recht, dass sie da die Ukraine angreifen, weil andere anderswo auch irgendwas gemacht haben. Das finde ich keine saubere Art, darüber zu reden. Und unsauber finde ich auch zu behaupten, es hätte Pläne gegeben, Nuklearwaffen in der Ukraine stationieren. Solche Pläne hat es nicht gegeben. Und wie die nukleare Teilhabe in der NATO organisiert ist, darüber kann man auf jeden Fall sprechen. Man kann auch darüber sprechen, ob das gut ist, aber die nukleare Teilhabe besteht ja im Wesentlichen daran, dass ein Teil der NATO-Staaten amerikanische Atombomben unter eigene Flugzeuge bewegen kann in einem Ernstfall und dass diese Waffen da auch gelagert sind. Also Raketen mit Atomwaffen sind überhaupt gar nicht stationiert, weder bei uns noch bei anderen NATO-Partnern noch in Mittelosteuropa, noch gab es solche Pläne in der Ukraine. Dieses Argument halte ich für absolut ungültig. Natürlich haben die Franzosen und die Briten eigene Atomwaffen. Aber das ist sozusagen in dem Kontext, über den wir hier sprechen, überhaupt gar nicht relevant. Amerikanische Atomraketen sind jedenfalls nicht stationiert in Europa und sind auch nicht geplant, in der Ukraine oder anderswo zu stationieren. Parenthese, es gibt jetzt immer wieder den Versuch, die geplante Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern als Stationierung von Atomwaffen zu klassifizieren in Deutschland. Aber auch da erkennt man wieder dieses Argumentationsmuster, weil diese Tomahawk-Marschflugkörper, die ab 2026 geplant in Deutschland stationiert werden sollen, sind überhaupt gar nicht atomwaffenfähig. Zur EU und NATO vielleicht noch ein Punkt, den ich in dem Zusammenhang wichtig finde. In der Geschichte der Jahre 2013, 2014, weil jemand das erwähnte, Russland hätte nichts gegen einen EU-Beitritt der Ukraine gehabt, aber gegen einen NATO-Beitritt schon. Ich muss sagen, ich habe das auch eine Zeit lang mal gedacht. Ich glaube, dass das sogar auch nach dem NATO-Gipfel von Bukarest Politik der Bundesregierung war. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei, dass die Bundesregierung, und ich gebe das zu, auch ich selbst in der Ukraine, den Ukrainern versucht habe zu erzählen, EU-Annäherung, EU-Assoziierung, das ist okay, das wird klappen, dagegen hat Russland nichts.
Und NATO machen wir nicht. Und ihr könnt euch der EU annähern und NATO eben nicht. Das war die offizielle Politik der Bundesrepublik Deutschland, ist, glaube ich, ehrlich gesagt, Linie des Bundeskanzlers bis zum Kriegsausbruch gewesen. Deswegen hat er auch gesagt, NATO stand überhaupt gar nicht auf der Tagesordnung. Das hat er ehrlich gemeint. Für ihn stand das überhaupt gar nicht auf der Tagesordnung. Jetzt ist es aber so, dass 2013 im November der Euromaidan in der Ukraine ausgebrochen ist, weil die Ukrainer nicht akzeptieren wollten, dass der damalige Präsident Janukowitsch ein fertig verhandeltes Assoziierungsabkommen mit der EU beim EU-Gipfel in Vilnius nicht unterschreiben wollte. Der hatte sich vorher in Jalta mit Putin getroffen, Sotschi mit Putin getroffen, und dann hat er plötzlich eine Kehrtwende gemacht, obwohl das Abkommen er selbst ja vorher die Verhandlungen verantwortet hat, hat gesagt, er unterschreibt das nicht. War ein ganz trauriger Gipfel in Vilnius, wo Janukowitsch sozusagen das fertig verhandelte Abkommen nicht unterschrieben hat. Zeitgleich mit diesem Gipfel in Vilnius haben die ersten Demonstrationen auf dem Maidan in der Ukraine begonnen, die dann später sich zum Euromaidan und zu dem, was in der Ukraine Revolution der Würde genannt wird, entwickelt haben. Da ging es ganz ausdrücklich um die EU-Perspektive der Ukraine, und die Menschen haben demonstriert, weil sie eine europäische Perspektive für sich haben wollten und weil sie das als sozusagen das Nehmen ihrer Zukunft gesehen haben, wenn jetzt dieser Weg in die EU verbaut wird. Das hat damit geendet, dass Russland, nachdem Präsident Janukowitsch geflohen ist, ich weise übrigens die Behauptung Putsch zurück, und ich weise auch alles, was hier geschrieben wird, 5 Milliarden Dollar, Viktoria Nuland, Maidan CIA-Aktion, ich weise das alles zurück, das ist russische Propaganda. Ich kenne sehr viele Leute, die beim Maidan demonstriert haben. Ich bin oft da gewesen, viele andere sind oft da gewesen. Es gibt eine ukrainische Zivilgesellschaft, die zum Ausdruck gebracht hat, wir wollen nach Europa. Und überhaupt muss man sich mal fragen, was man für ein Menschenbild hat, wenn man denkt, dass Demonstrationen und so ein Ausdruck von Souveränität nur möglich ist, weil das irgendwer bezahlt oder weil irgendwer putscht oder weil die CIA dahinter steckt. Das ist das Menschenbild, das von Wladimir Putin kommt, dass niemand etwas freiwillig tut, sondern jeder, der etwas tut, der ist entweder dafür bezahlt worden oder wird dazu gezwungen. Also ich weise das zurück. Das ist nicht das, was es war. Das war ein Ausdruck der Ukraine. Man kann übrigens den Widerstand der Ukrainer als gesamte Gesellschaft gegen die russische Großinvasion ab 2022 nur verstehen, wenn man versteht, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine eine eigenständige Kategorie ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum Putin diesen Krieg in den ersten Tagen verloren hat, weil für ihn Gesellschaft als Kategorie nicht existieren kann. Müssen ja alle bezahlt sein oder irgendwie gezwungen sein. Dass die Leute freiwillig ihre Heimat verteidigen, damit hat er nicht gerechnet. So waren die Kriegsplanungen ja auch für die ersten Tage, dass man gedacht hat, man fährt dahin nach Kiew, übernimmt da die Regierung und hat in 3 Tagen die Sache gelöst. EU-Perspektive hat die Ukraine aufgeregt und die Reaktion war militärisches Eingreifen. Übrigens in der russischen Geschichte, das haben sie andersrum gesagt, ich formuliere es einfach andersrum, war es immer klar, wenn man den politischen Einfluss über Kiew verliert, dass man als seinen Vorhof ansieht, aus russischer Perspektive, dann muss man eben militärisch eingreifen. Pläne zum Ausmarschieren der russischen Marineinfanterie aus den Kasernen gab es schon mindestens seit der schwierigen ukrainischen Verfassungsgebung 1996. Und Russland hat im Grunde auf bestehende Pläne zurückgegriffen mit dem, was auf der Krim passiert ist 2022, weil es den politischen Einfluss, die politische Kontrolle über Kiew verloren hatte durch die Ereignisse des Euromaidan und durch die Flucht von Janukowitsch. Und vielleicht als letzter Punkt noch, russischstämmige, russischsprachige Bevölkerung und gefühlte Verpflichtung der Russen, russischsprachige und russischstämmige Bevölkerung zu schützen. Ich habe, wie gesagt, in Russland, in der Ukraine lange gelebt, 6 Jahre insgesamt in der Ukraine, bin viel im Donbass gewesen, bin auch viel in vielen Städten im Osten gewesen, der Ukraine, auch in Städten, die jetzt unter russischer Okkupation sind. Und ja, ich habe da viel Erfahrung gemacht mit Menschen, die nicht einverstanden waren mit den Entwicklungen der Ukraine unter Präsident Juschenko. Ich glaube auch, dass da auch Fehler gemacht worden sind in der Zeit von Viktor Juschenko in Bezug auf ukrainische Sprachpolitik und andere Dinge. Die sind übrigens später korrigiert worden und die kann man Selenskyj nur wirklich nicht vorwerfen, der muttersprachlich russisch ist und der aus einem ganz anderen Hintergrund kommt.
Ich kann sehr gut verstehen, warum Menschen in östlichen Teilen der Ukraine Nähe zu Russland gefühlt haben und warum die sich unwohl gefühlt haben in der Juschtschenko-Zeit. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass sehr viele von diesen Menschen ihre Zukunft in der EU gesehen haben und in einer Annäherung an europäische Lebensstandards und europäische Freiheit. Die Geschichte des Konfliktes ab 2014 war aber nach meiner Beobachtung, übrigens auch nach den Gesprächen mit diesen Leuten, dass es nicht diese Menschen waren, die Krieg geführt haben im Donbass ab 2014, sondern dass Menschen von außen gekommen sind, dass Menschen aus Russland gekommen sind, dass russische Geheimdienstoffiziere und Kriminelle das Kommando übernommen haben und dass das zu einer Zeit geführt hat im Donbass, die allen Beteiligten sehr große Angst gemacht hat im Jahr 2014, 2015. Und wenn man sich die Auswirkungen anguckt von russischer Politik, die sich angeblich für die unterdrückte Bevölkerung im Donbass einsetzt, dann muss man sich nur mal angucken, wie viele Männer Russland im Gebiet Lugansk und im Gebiet Donetsk zwangsrekrutiert hat, schlecht ausgestattet hat und irgendwo an der Front hat verrecken lassen. Also ich finde, vor dem Hintergrund zu sagen, Russland würde da die eigenen Leute verteidigen, das finde ich, also da muss man schon sehr Dinge ausblenden, um das für glaubwürdig zu halten. Dass Russland sind diese Menschen vollkommen egal. Die werden verheizt in diesem Krieg. Die werden als Erste rekrutiert und an die Front geschmissen. Deren Leben ist nur schlechter geworden seit der Großinvasion, seit 2022. Und letzter Punkt. In meiner Broschüre sind die Quellen, die ich benutze, genannt. Und weil Herr Strübing immerzu dazwischen schreibt und mich vorhin auch schon sehr persönlich angegriffen hat, kann meine Aussagen mit Quellen belegen. Und ich glaube, es bringt auch nichts, auf diese Art und Weise mich zu einem Dialog einzuladen und dann immer so dazwischen zu gehen. Andere machen das nicht, aber das wollte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Es ist auch schwierig zu sprechen, wenn einem immerzu irgendwie sowas entgegengehalten wird. Allerletzter Punkt. Wenn jemand sagt, wir müssen das Verheizen beenden, das lese ich hier gerade, und Krieg ist schlecht und es ist schlecht, wenn Menschen sterben, dann bin ich 100% damit einverstanden. Dann muss man aber auch sagen, was die Lösung dafür ist. Und ich halte ganz ehrlich die Aussage, wir müssen Dialog anfangen und dann gibt es eine Lösung, halte ich nach dem, was ich mit Russen gesprochen habe, nach dem, was ich in den letzten Jahren selbst versucht habe oder versuche, die ich kenne, halte ich für wenig aussichtsreich. Also das geht nicht weit genug, wenn man sagt, Krieg ist schlecht und wir wollen nicht, dass Menschen sterben. Das ist, glaube ich, etwas, das jeder teilt. Nur ist es so, dass Putin gesagt hat, die Ukraine gibt es nicht. Es gibt die historische Einheit zwischen Russen und Ukraine. Und ich führe diesen Krieg so lange, bis ich wieder die volle Kontrolle habe über das, was Kiew macht. Das ist das russische Kriegsziel. Und Russland hat ja keins seiner Kriegsziele bisher geändert. Wir müssen doch mit dieser Realität des Krieges irgendwie umgehen, anstatt zu appellieren, irgendwer soll jetzt mal da Dialog führen und dann muss man sich irgendwie einigen. Putin hat den Krieg begonnen und er will sich ja nicht einigen. Er sagt im Grunde, ich mache jetzt so lange weiter, bis ich irgendwo gestoppt werde. Muss man sich nur die Rede in Waldai, Herr Röper hat ja freundlicherweise auf seiner Webseite eine Übersetzung online gestellt, man muss die Rede doch nur lesen, um zu verstehen, was Putins Position ist zu dem Thema. Und da finde ich, wenn die Frage an mich gestellt wird, was der Lösungsvorschlag ist, ich sage nicht, die Ukraine muss siegen. Das habe ich übrigens auch in Interviews schon seit geraumer Zeit nicht zum Ausdruck gebracht. Was ich sage ist, man muss die Ukraine in die Lage versetzen, Russland militärisch so unter Druck zu setzen, dass eine echte Verhandlungsbereitschaft auf der russischen Seite entsteht. Weil ich diese echte Verhandlungsbereitschaft auf der russischen Seite bisher nicht erkennen kann. Und wenn es diese echte Verhandlungsbereitschaft gibt, dann kann man sprechen, wie dann die Lösung im Detail aussieht, welche Gebiete kontrolliert werden, welche Lösungen es gibt für möglicherweise auf Jahre hinweg, wie das in den Entwürfen in Istanbul war. Das ist dann Sache zwischen Ukraine und Russland. Was wir machen können, sind zwei Dinge. Das ist Teil dessen, was ich Lösungsvorschlag oder weil ich darauf angesprochen bin. Das eine ist, wir können versuchen, ein Umfeld zu schaffen. Das macht übrigens die Münchner Sicherheitskonferenz, ein Umfeld zu schaffen, indem man um die Ukraine und Russland herum, die müssen am Ende miteinander sprechen,
Staaten zusammenbringt, die in der Lage sind, einen Rahmen zu bieten für ernsthafte Friedensgespräche zwischen diesen beiden Staaten, sobald die echte Verhandlungsbereitschaft auf der russischen Seite denn auch da ist. Und das muss eine Gruppe von Staaten sein, die durchsetzungsfähig ist und die in der Lage ist, diese Gespräche, auch wenn sie schwierig werden, aufrechtzuerhalten. Also Kontaktgruppe ist auch schon in anderen Vorschlägen genannt werden. Ich glaube ausdrücklich, dass wir uns in so eine Richtung entwickeln müssen. Wer da dabei ist und so, da kann man dann drüber diskutieren. Aber das halte ich für notwendig. Und das Zweite, was ich für notwendig halte, wir müssen erstmal kleine Fragen finden, bei denen man die Möglichkeit hat zu sprechen und eine Lösung zu finden. Ich werbe seit sehr langer Zeit dafür, dass man mal intensiver über die Frage des von Russland besetzten Atomkraftwerkes bei Energodar spricht, im Sinne von einer möglichen Internationalisierung der Kontrolle über dieses Atomkraftwerk, der Teilung der gewonnenen Elektroenergie zwischen der freien Ukraine und den besetzten Gebieten, irgendeine Art von internationaler Regelung, die in dieser Einzelfrage mal hält, damit man, wenn man dann viele kleinere Fragen gelöst hat, man dazu kommt, Vertrauen aufzubauen und wirklich zu einer weiteren friedlichen Diskussion zu kommen. Aber das ist ein weiter Weg und das ist ein jahrelanger Prozess. Und ich kann jetzt aus der Erfahrung der Münchner Sicherheitskonferenz nur sagen, dass es extrem schwierig ist, der jetzigen Situation überhaupt jemanden dazu zu bekommen, auf der russischen Seite von den Maxi... Also, etwas anderes zu sagen, als ständig die von Putin ausgehenden Maximalforderungen zu wiederholen. Und daraus kann man nur schließen, es muss Druck geben auf Russland, damit die Verhandlungsbereitschaft überhaupt entsteht, damit man über kleine Fragen und dann größere Fragen sprechen kann. Vielen Dank. Ja, danke vielmals, Herr Lange. So, meine lieben Gäste, das ist so eine Fülle von Punkten, die werden alle in die Evaluierung Ukraine-Konflikt hineingenommen. Also alles, was heute gesagt wird, ist nicht vergessen in wenigen Tagen. Es wird alles dokumentiert. Ich möchte jetzt bitte schön euer Einverständnis haben. Ich möchte noch den Herrn Röper und dem Herrn Pohlmann das Wort geben. Dann möchte ich gern, wir haben inzwischen fast eine Dreiviertelstunde verstreichen lassen. Dann möchte ich bitte noch dann übergehen zu den Diskussionen, zu den Fragen des Publikums. Der Jan Fall hat sich gemeldet, die Barbara Spahn, der Werner Zuse und wahrscheinlich andere. So, ich gebe jetzt das Wort an wen? An Herrn Röper zuerst und dann an Herrn Pohlmann und dann werden wir sehen. Bitte schön, Herr Röper. Ja, danke. Ich bin ja ein Schnellsprecher. Ich hoffe, ich komme schnell durch. Also zunächst eine Anmerkung. Druck auf Russland erhöhen, damit es verhandlungsbereit wird. Da würde ich jetzt fast schon ironisch antworten. Das hat ja bisher super geklappt. Das können wir weitermachen. Wie viele sollen denn noch sterben, bis das mal irgendwann funktioniert? Also das ist ja ein Muster, das nie funktioniert hat, aber hunderttausende Tote gekostet hat. Man kann die Schuld an dem Krieg suchen, bei wem man will, aber dieser Trick funktioniert ja noch nicht. Das haben wir gesehen. Ich wollte auf Maidan und Donbass 2014 eigentlich nicht eingehen, weil das wieder ein ganz anderes Thema wäre. Aber eins muss ich dann doch widersprechen, und zwar, es war einwandfrei ein Putsch, was auf dem Maidan passiert ist. Und zwar ist Putsch eine relativ einfache Definition, eine verfassungswidrige Machtergreifung. So, in der ukrainischen Verfassung stand drin, der ukrainische Präsident kann auf vier Arten und Weise aus dem Amt entfernt werden. Das ist Tod, er lebt noch, Gesundheit, er hatte keine gesundheitlichen Probleme. Rücktritt, den er vom Parlament erklärt, hat er nicht getan. Oder Impeachment mit Sonderermittler, dann Entscheidung des Verfassungsgerichts und dann einer 75-prozentigen Mehrheit im Parlament für seine Amtsenthebung. Auch das ist nicht passiert. Im Parlament gab es 73% Stimmen für seine Amtsenthebung. Und laut der ukrainischen Verfassung hätte dann der Premierminister, der Ministerpräsident, amtierender Präsident werden müssen. Das wollten die aber nicht, weil das war ja ein Janukowitsch-Mann, der damals amtierende noch Ministerpräsident. Und deshalb haben sie ebenfalls unter Bruch der Verfassung kurz an den Parlamentspräsidenten zum Übergangspräsidenten ernannt. Also wir können über den Maidan unterschiedlicher Meinung sein, aber zu bestreiten, dass das ein Putsch gemäß Definition war, das wird schwierig. So.
Zum Thema Sprache wollte ich nur ganz kurz daran erinnern, dass jeder gerne mal nachlesen kann, was die Ukraine für ein freundliches Sprachengesetz hat, in dem die Nutzung der Minderheitensprachen, ist ja nicht nur Russisch, geht ja auch um Rumänisch und Ungarisch und so, sehr stark eingeschränkt ist, wogegen auch Ungarn heftig protestiert und was in der Schweiz oder in Belgien undenkbar wäre, wenn ein Land solche Volksgruppen hat, dann haben die alle ein Recht auf ihre Sprache, in der Ukraine komischerweise nicht. Da gilt ein anderes Gesetz, also so viel zu dem Thema. Dann sagte Herr Lange, Dialog, ja, das ist ja alles ganz toll, aber schwierig, stimmt. Was Herr Lange vergessen hat zu erwähnen, ist, dass es auf der ukrainischen Seite seit 30. September 2022 ein Dekret von Präsident Zelensky gibt, das jede Art von Gesprächen und Verhandlungen mit Putins Russland unter Strafe stellt. Also von daher, dass mit der Dialogbereitschaft, wer da nicht bereit ist, da können wir auch nochmal drüber diskutieren, getrennt. Und jetzt wollte ich widersprechen. Ich habe ihn lange nach seinem Zitat gefragt und er sagte, dass er hätte nie gesagt, dass Putin irgendwas gesagt hätte. Das wäre seine Einschätzung. Ich lese aus seinem Interview vor. Wenn er das, wenn die das falsch wiedergegeben haben, muss Herr Lange sich bitte an die Presse wenden, die das veröffentlicht hat. Zitat Herrn Lange im Interview: Die Wahrheit ist, es gibt sehr viele, die immer wieder versucht haben, vor Kriegsbeginn, seit Kriegsbeginn und auch jetzt mit Wladimir Putin zu sprechen. Er sagt, Doppelpunkt, ich will die Ukraine vernichten, ich will überhaupt nicht reden. Herr Lange, Sie stellen das in diesem Interview nicht als Putin, als Ihre Interpretation, sondern als Putins Aussage dar. Sie haben inzwischen gesagt, das ist es nicht, hat er nie gesagt. Vielleicht sollten Sie sich bei dem entsprechenden Medium beschweren, dass die Sie falsch zitieren. Dann ein Hinweis auf den Kommentar, Russland hätte keine Grenzen. Da muss ich dazu sagen, das ist einen anderen Ursprung. Und zwar gab das mal irgendeine Podiumsdiskussion, wo Putin das sagte, Russland hätte keine Grenzen. Also Russlands Grenzen enden nirgendwo. Das war die Formulierung. Und das ist das, was man auch auf Plakatwänden sieht. Und geht eben darum, Russland ist ein großes Land und die Grenze geht einmal rum. Sie hat kein Ende. Ein Kreis hat kein Ende. Das ist der ganze Sinn dieser Aussage, in die jetzt hier Dinge reininterpretiert werden, die da nicht drin sind. Ich werde in die Linkliste oder in die Quellenliste meine Übersetzung von Putins Artikel über die Ukrainer und Russen stellen. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Der Artikel ist sehr lang. Herr Lange hat die eine Interpretation. Ich habe eine völlig andere als Herr Lange. Aber dann den Artikel stelle ich rein. Wer ihn lesen will und sich eine eigene Meinung bilden will, der kann das tun. Ich habe ihn damals übersetzt. Dann die Aussage von Herrn Lange. Es wäre Unsinn, dass jemand in der Ukraine Atomwaffen stationieren wollte. Mag sein. Darum ging es aber nicht. Denn die Behauptung war ja nicht, dass jetzt der amerikanische Atomwaffen schon stationiert werden soll, sondern die Behauptung war, und zwar von Herrn Zelensky persönlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass er die Ukraine atomar bewaffnen will. Und das kann man nicht vom Tisch wischen. Nebenbei hat Herr Lange die nukleare Teilhabe erwähnt. Der NATO, dazu würde ich den Atomwaffensperrvertrag als Lektüre empfehlen, denn da steht eindeutig, dass Nicht-Nuklearstaaten keinerlei Versuche machen, über Atomwaffen zu verfügen und dass Nuklearstaaten ihre Atomwaffen auch anderen nicht zur Verfügung stellen. Das ist mit der nuklearen Teilhabe der NATO gebrochen. Also von daher, dazu hätte ich andere Fragen noch zu, aber das passt hier nicht rein. Und abschließend EU-Beitritt der Ukraine. In den Verhandlungen von Istanbul war klar geregelt, dass die Ukraine ein neutraler Staat bleibt. Das ist das, was Russland will. Wir sind wieder beim NATO-Beitritt. Das ist der Hauptgrund. Russland möchte, dass die Ukraine neutral bleibt. Aber da stand auch drin, dass die Garantiemächte, zu denen Russland gehören sollte, einen EU-Beitritt unterstützen. Also Russland hat sich sogar bereit erklärt, als eine der Garantiemächte das ukrainische Bestreben in die EU zu unterstützen. Das war in den Verhandlungen von Istanbul. Bitte schön, Herr Pohlmann. Ja, da die Behauptung mit den Nuklearwaffen von mir war und Sie gesagt haben gerade eben, das gibt es nicht, lese ich jetzt Ihnen aus dem Brief, der in den ersten Februartagen 22 vor dem Krieg, das sind die Briefe, die hin und her gingen, wie ich gesagt habe, zwischen NATO und USA. Und das hier ist aus dem Brief, aus der Antwort der USA auf das russische Schreiben. Das ist wörtlich übersetzt. Die Vereinigten Staaten sind bereit, Bedingungen für gegenseitige Transparenzmaßnahmen und gegenseitige Verpflichtungen sowohl der USA als auch Russlands zu diskutieren, um von der Stationierung offensiver, bodengestützter Raketensysteme und ständiger Streitkräfte mit einer Kampfmission auf dem Territorium der Ukraine abzusehen. Wir werden uns weiterhin mit der Ukraine über diese Bedingungen beraten. Wir haben weiterhin auf eine zusätzliche, dauerhafte Stationierung substanzieller Kampftruppen sowie die Stationierung von Atomwaffen in osteuropäischen Staaten verzichtet. Die Stärke der US-Streitkräfte beträgt ein Viertel ihres Niveaus am Ende des Kalten Krieges. Weitere russische Erhöhung der Truppenhaltung oder eine weitere Aggression gegen die Ukraine werden die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten zwingen, unsere Defensivmaßnahmen zu verstärken.
Das ist, würde ich sagen, eindeutig. Gut, also das ist das. Nee, die anderen Sachen, Thomas hat, Röper hat eine ganze Menge Sachen angesprochen. Was ich sagen wollte, ist, ich bin sowohl in Weißrussland als auch in Russland gewesen. Ich bin kein russisch sprechender Mensch. Ich habe das über Dolmetscher. Aber was ich sagen kann und was ich immer wieder gehört habe, dass die Russen die Ukraine nicht mit einem Feindbild bedecken. Also nicht sagen, das sind Leute, die vernichtet werden müssen, was in der Ukraine sehr wohl, da gibt es diese verschiedenen Ausdrücke für Moskau und es gibt entsprechende, auch in Schulen entsprechende Sachen. Ich habe von Russen und von Weißrussen, habe ich, solange ich da war, nur gehört, es ist ein furchtbarer Bruderkrieg. Also ich habe bis zu solchen Interviewsequenzen gehabt von Leuten, die gesagt haben, in meiner Familie, ich habe Polen, Leute, die in Polen leben, ich habe Leute, die in der Ukraine leben, ich habe Leute, die in Russland leben, es war eine Weißrussin. Ich habe gesagt, wenn die sagen, schießt aufeinander, lauft doch einfach weg. Also das heißt, was ich sagen will, ist nicht diese Erniedrigung, also das heißt Feindbild, die in der Ukraine sehr wohl vorkommt. Ich habe auch, kann ich Ihnen auch schicken, ich habe Sachen übersetzt, also über Google Translate und mir dann von jemand durchgucken lassen, Texte aus dem Umfeld von Azov und Ähnlichem. Da wird mir schlecht. Das ist echter, das ist nicht faschistisch, es ist nationalsozialistisch, was mir da entgegenkommt. Gut, das war's von mir. Danke, Herr Pohlmann. Herr Langer, ich bitte Sie noch ein bisschen Geduld. Ich möchte noch den dritten Experten, Herrn Professor Wohlmeier, bitten, sein Wort zu geben. Und dann haben Sie, Herr Langer, die Möglichkeit, darauf nochmal zu antworten. Und dann hätte ich gern die Teilnehmer aus der, unsere Gäste, beginnend mit Jan Feil, dass die, das Publikum zu Wort kommt. Bitte schön, Herr Professor Wohlmeier. Ja, ich wollte nur einbringen, dass man auch Leute wie den Ex-NATO-Oberkommandierenden General Kujat zu dem Thema anhören sollte. Und das ich möchte ein Zitat einbringen, das der General Kite Kellogg im Verteidigungsausschuss der Vereinten Nationen wortwörtlich Folgendes gesagt hat. Und zwar, dass wir führen einen professionellen Krieg. Und zwar einen klugen. Heinrich, entschuldige bitte, im Verteidigungsausschuss nicht der Vereinten Nation, der Vereinigten Staaten. Vereinigten Staaten. Du hast gesagt Vereinten Nationen, Vereinigten Staaten. Damit das Vereinigten Staaten, im Verteidigungsausschuss der Vereinigten Staaten. Wir führen gegenwärtig einen professionellen Krieg, bei dem wir keine eigenen Soldaten einsetzen, aber Russland schwächen können, sodass wir uns auf den Hauptgegner, mit dem wir konfrontiert sind, nämlich China, konzentrieren können. Das heißt, das ist ein wichtiges Zitat über die Zielsetzungen des Ukraine-Krieges und dass es ein Stellvertreterkrieg ist. Jawohl. Das wollte ich nur sagen. So, herzlichen Dank. So, bitteschön, Herr Lange, darauf antworten. Ja, also ich vielleicht ein bisschen zusammenfassend auch auf das Letzte. Ich muss sagen, ich bin da immer etwas irritiert, weil immer wieder der Eindruck erweckt würde, die USA hätten die Ukraine dazu angeleitet, Russland zu überfallen und mit Russland Krieg zu führen. Das ist doch aber nicht das, was passiert ist. Russland hat 2014 militärisch auf dem Gebiet der Ukraine eingegriffen und ab 2022 eine militärische Großinvasion in die Ukraine gestartet. Und jetzt kann man versuchen, lauter Argumente herbeizureden, warum Russland dazu gezwungen war oder warum Russland in eine Falle gelockt wurde oder warum am Ende doch die NATO oder wir daran schuld sind, dass Russland die Ukraine überfallen musste. Aber ich finde, das hinkt doch hinten und vorne.
Fakt ist doch, wenn Russland nicht möchte, weil Sie das gerade sagten, dass amerikanische Generäle solche Zitate bringen können, dann hätte Russland die Ukraine einfach nicht überfallen müssen. Dann würden wir alle im Frieden leben, dann würde es diesen Krieg nicht geben. Und wenn Wladimir Putin die Entscheidung trifft, wir hören mit dem Angreifen auf, dann gibt es den Krieg nicht. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man immer wieder mit so einem großen Bedürfnis versuchen will zu argumentieren, dass nicht Russland dafür verantwortlich ist, dass es die Toten gibt in diesem Krieg. Putin hat die Grenze zur Ukraine überschritten mit seinen Truppen. Wenn er das nicht gemacht hätte, gäbe es diesen Krieg nicht. Und ich sehe kein Argument, warum Russland irgendwie dazu gezwungen gewesen wäre, diesen Krieg zu beginnen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Ukrainerinnen und die Ukrainer selbst entscheiden, wie sie leben wollen. Die sind kein Spielball, die sind auch keine Marionetten. Es gibt niemanden, der denen sagt, was die zu tun und zu lassen haben. Und wir würden uns das auch verbieten, wenn jemand ständig sagt, wir Deutsche, wir werden nur irgendwie von fremden Mächten gesteuert und irgendwer sagt uns, was wir machen sollen und was wir nicht machen sollen. Also da muss man sich schon ein großes ideologisches Gerüst bauen, wenn man sagt, hier keiner kann mehr was selbst entscheiden. Es gibt überall nur geheime große Mächte, die alles steuern. Ich teile diese Auffassung ganz ausdrücklich nicht. Ich habe großen Respekt davor, dass die Ukrainer, die es in der Loslösung, im Grunde ist es ja immer noch die Auflösung der Sowjetunion, die es in der Auflösung von diesem Imperium schwieriger haben als andere, ein eigenständiges Leben zu führen, und die es viel schwieriger haben als andere, ihre eigene Entwicklung zu gestalten, weil Russland immer wieder das Bedürfnis hat, den Ukrainern zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und da bin ich auch bei dem Thema Bruderkrieg, auf das ich noch eingehen wollte. Also ich würde mir das mal genau angucken, warum Russen von Bruderkrieg sprechen und warum die Ukrainer sagen, wir haben genug davon, wir wollen keine Brüder mehr sein. Und meine Erfahrung in der Ukraine und mit den Ukrainern ist, dass zum Beispiel Symbole des ukrainischen Nationalstaates wie der Dreizack auf iPhone-Hüllen bei jungen Leuten, eine Identifizierung mit dem ukrainischen Nationalstaat, mit dem Ukrainischsein, stärker geworden ist durch die russische Aggression ab 2014. Also wenn Russland irgendwas erreichen will im Sinne einer Gemeinsamkeit von Ukrainern und Russen, hat Russland durch alles, was es gemacht hat seit 2014, das Gegenteil davon erreicht. Und irgendeine Art von Kritik an Russland muss doch auch von den Teilnehmern in dieser Runde möglich sein. Es kann doch nicht sein, dass wir die Diskussion hier so führen, dass Sie mir die ganze Zeit begründen, warum Russland nicht anders handeln kann und warum Russland das so machen musste und warum Russland diesen Krieg führt. Und alle anderen sind schuld, aber Russland nicht. Das halte ich ja auch vor den eigenen Grundsätzen, die Sie hier in der Diskussion gesagt haben, halte ich für mindestens mal eine Schieflage in der Debatte. Und letzter Punkt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich teile ausdrücklich, was alle gesagt haben, dass dieser Krieg schrecklich ist, lange beendet hätte werden müssen und dass er beendet werden muss, so schnell es geht. Bin auch bereit, sehr viel dafür zu tun, wie viele andere auch bereit sind, dafür sehr viel zu tun. Man darf aber nicht denjenigen, die darauf hinweisen, was die Ukrainerinnen und Ukrainer für Interessen haben oder die darauf hinweisen, was Russland für eine Verantwortung trägt, unterstellen, sie seien für Krieg und sich selbst dann einreden, wir sind die Einzigen, die für Frieden sind und die anderen sind für Krieg. Ich glaube, das führt zu der Polarisierung und zu der Auseinandersetzung, wie sie in Deutschland, wie ich finde, geführt wird, die uns einer Lösung nicht näher bringt. Keiner ist für Krieg. Eben sind die Ukrainer die Letzten, die für Krieg sind. Wir sind die, die darunter leiden, deren Städte zerstört werden, die ihr Leben nicht führen können, die auf ganz Europa verteilt sind und geflohen sind. Die sind die Letzten, die darauf Lust haben, diesen Krieg weiterzuführen. Die Russen sind ja in Russland selbst überhaupt nicht betroffen oder nur ganz wenig betroffen von diesem Krieg. Also das, finde ich, muss man schon auch nochmal der Vollständigkeit halt sagen. Und ein bisschen Mitgefühl und Empathie mit den Ukrainern über dieses, ich sage das mal ein bisschen polemisch, Platte sterben, wenn Leute sterben, ist das schlecht hinaus. Das kann man doch schon irgendwie aufbringen und zu versuchen, die Lage der Ukrainerinnen und Ukrainer zu verstehen, die verzweifelt versuchen, selbstständig zu sein und nach Europa zu gehören. Die große Frage, die dahinter steht, ist doch die Frage, kann Russland dadurch seine
Position verbessern, dass es schafft, die Ukraine wieder im eigenen Orbit sozusagen unter Kontrolle zu halten. Gleiches gilt ja für Georgien, die Republik Moldau. Und ich will abschließend nochmal darauf hinweisen, dass wir dieser Sache nur näher kommen, wenn man sich mit der Frage des russischen Imperialismus und des russischen imperialen Strebens beschäftigt. Das ist der Kern der Konflikte im russischen Umfeld. Russland ist aus meiner Sicht kein Land, das andere in Ruhe lässt, in Ruhe gelassen will und sich um die friedliche Wohlstandsentwicklung seiner Bürgerinnen und Bürger kümmert. Dafür habe ich lange genug in Russland gelebt, um zu wissen, wie wichtig die Bürgerinnen und Bürger dem russischen Staat sind. Da ist der Staat immer wichtiger als der einzelne Bürger und wie die Menschen da leben. Und ich finde, auf diese Unterschiede muss man auch eingehen, wenn man über Frieden mit Russland und vor allen Dingen Frieden für die Menschen in der Ukraine spricht. Vielen Dank. So, danke sehr, Lange. Herr Lange, ich möchte eins mal ganz kurz äußern, bevor jetzt die Gäste zum Zuge kommen. Sie haben vorhin gesagt, haben Sie ein bisschen, dass hier so wenig das Mitleid der Ukrainer angesprochen wird. Ich denke, das ist bei allen sehr, sehr stark vorhanden. Aber eine Bemerkung bitte schön von mir. Die Leute, die heute hier sind, sind etwa 10% aus dem EWAL-Netzwerk. Hier sind sehr, sehr viele Leute, die ich noch nie gesehen habe, die also völlig neu sind. Und wenn die dann dieses Thema nicht ansprechen, dann ist das ihre Entscheidung. Also bitte nehmen Sie zur Kenntnis, wir haben etwa 10% aus dem EWAL-Netzwerk. So, ich beginne jetzt mit der dritten Phase. Und gleich kommt der Jan Feil an die Reihe. Meine lieben Gäste, ich bitte euch höflich, eure Fragen, sagen wir mal, auf 2-3 Minuten zu begrenzen und keine Vorträge zu halten. Und ich gehe davon aus, dass ihr direkt einen dieser vier Experten ansprechen wollt. Also bitte direkt den Namen nennen, an wen die Frage Recording gerichtet stopped. Ist. Und dann kann diese Person sich ohne Handzeichen Recording dann sofort dazu äußern. Bitte schön, Jan. Guten Abend. Ja, ich will die Aufmerksamkeit nochmal auf zwei andere Punkte lenken. Eine Frage also an den Herrn Lange. Vielen Dank, dass Sie sich hier zur Verfügung stellen. Das ist wirklich eine Leistung, muss ich jetzt mal anerkennend auch sagen. Und zwar der erste Punkt ist, warum bei den 2+4-Verträgen, warum sollte Gorbatschow diese Verträge überhaupt akzeptiert haben, auf der Grundlage, wie Sie sie beschrieben haben? Also im Grunde genommen einfach eine Freigabe Ostdeutschlands, auch inklusive NATO-Mitgliedschaft dann von Ostdeutschland etc. pp. Und überhaupt keine eigenen Forderungen stellen. Ja, alle Soldaten aus Ostdeutschland abziehen etc. pp. Also es ist ja schon angeklungen, dass es sich über den Tisch hat ziehen lassen, aber so sehr vielleicht dann doch nicht. Also das wäre vielleicht mal eine Frage. Das Zweite wäre, es wird ja immer davon gesprochen, dass Russland Europa neu ordnen möchte. Da muss man sich doch mal die Frage stellen, wozu braucht Russland Westeuropa? Ja, ich meine, das ist ein Riesenland. Die haben alle Rohstoffe, die dieses Land braucht. Die haben eigentlich zu wenig Leute statt zu viel. Die müssen nicht neuen Lebensraum im Westen erschließen. Also da muss man sich doch mal fragen, was das soll. Ich meine, Sie haben ja eben teilweise die Antwort schon gegeben. Russland ist kein Land, das in Frieden gelassen werden will und so weiter. Das nenne ich wirklich ein Feindbild. Da bitte ich Sie mal drüber nachzudenken, ob das wirklich so stimmt. Dann noch ein Punkt zu dem Thema Butscha. Es gibt also ein interessantes Interview von dem Bürgermeister von Butscha. Das war einen Tag, nachdem die russischen Truppen abgezogen sind. Und da hat er ganz klar gesagt, hier sind keine Leichen gefunden worden. Die sind dann 2 oder 3 Tage später auf einmal gefunden worden. Und das riecht nach einer False-Flag-Attacke, aber ganz eindeutig. Ja. Also da müsste man sich mal fragen, was mit diesem Bürgermeister los war, wenn die Darstellungen stimmen, die Sie vertreten.
Dann möchte ich Sie fragen, ob Sie zwei Dokumentationen kennen. Die eine nennt sich Leben und Sterben im Donbass von dem Wilhelm Domke Schulz und die andere heißt Lauffeuer von dem Ulrich Heiden, meine ich, heißt er. Und die müssten beide ja erstunken und erlogen sein in all ihren Facetten, wenn das, was Sie über den Konflikt ab 2013, also Ende 2013, 2014 sagen, wenn das stimmen sollte. Ne? Da wollte ich Sie fragen, kennen Sie diese Dokumentation und was halten Sie von denen? Da ist zum Beispiel vom Anti-Maidan die Rede, ja, und es gibt also auch Filmaufnahmen davon, beziehungsweise Zeugenaussagen, wie busseweise die Leute, die also nachdem schon 7 Leute auf dem Anti-Maidan ums Leben gekommen sind, ja, dann zurückgefahren sind in die östlichen und auch südlichen Gebiete der Ukraine und wie Busse überfallen wurden und die Leute da angesteckt wurden oder mit Stangen schwer verletzt oder zu Tode geprügelt wurden von diesen Demonstranten, von denen Sie sagen, das wären ja, das wären halt Demokraten, die gern diesen Anschluss an den Westen wollen. Ja, das passt irgendwie an der Stelle meines Erachtens nicht. Und Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, ich schlage vor, angesichts der vielen Fragen, dass Sie vielleicht jetzt direkt antworten, sonst vergisst man wieder die Fragen beim nächsten Teilnehmer. Bitte schön, Herr Lange. Also, es gibt ja eine ganze Reihe von historischen Betrachtungen und wissenschaftlicher Literatur zu der Zeit rund um den 2+4-Vertrag, über die Beweggründe der Beteiligten, über die Entstehung des 2+4-Vertrages. Und es gibt auch die erwähnten Vermerke und es gibt Aussagen von Baker, die dann wieder von seinem Präsidenten kassiert worden sind danach. Das gibt es alles. Völkerrechtlich verbindlich ist der 2+4-Vertrag. Und wahrscheinlich ist es bei jedem internationalen Vertrag so, dass es vorher Dinge gibt, die gesagt werden, dass es Entwürfe gibt, dass in unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Bürokratien unterschiedliche Ideen entwickelt werden. Entscheidend ist, was steht im Vertrag drin und was haben wir miteinander vereinbart. Man kommt auch ins Nirgendwo, wenn man sagt, eigentlich gültig ist nicht das, was geschrieben steht, sondern was irgendwer vorher irgendwo in einem Vermerk mal aufgeschrieben hat. Wie soll man dann da internationale Verträge machen? So, was im 2+4-Vertrag steht, kann ja jeder nachlesen. Dass man aus russischer Perspektive oder zumindest wenn man die russische imperialistische Perspektive vertritt, die ja im Grunde die Kernaussage hat, wir waren mal richtig groß und sind dann immer kleiner geworden, aber jetzt sind wir wieder stärker und müssen uns das Ganze zurückholen, dass man da die Interpretation hat, dass Gorbatschow aus einer Position der Schwäche verhandelt hat und deswegen diese Zugeständnisse macht, insbesondere weil er große materielle Not in Russland zu bewältigen hatte und Geld und Kredite und humanitäre Hilfen brauchten. Also ich glaube, diese historische Interpretation gibt es und da gibt es auch ganz gute Argumente dafür. Das ändert ja nichts daran, dass das ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag ist und es gibt einen historischen Kontext für jeden völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. Ich meine, Helmut Kohl hat ja häufig beschrieben, da gibt es ja in seiner Biografie auch Ausführungen dazu, dass er das für einen glücklichen Umstand gehalten hat, dass es durch diese, wenn Sie das so nennen, Schwäche Gorbatschows möglich geworden ist, eine NATO-Mitgliedschaft für Gesamtdeutschland zu erreichen. So, wenn man jetzt das nicht gut findet, dass Gesamtdeutschland Mitglied der NATO geworden ist, dann kann man möglicherweise diese Dinge kritisch sehen. Ich persönlich bin da eher, sozusagen neige da eher der Interpretation von Helmut Kohl zu, dass das eine Fügung war für Deutschland, dass man auf diese Weise die deutsche Einheit gestalten konnte. Ich weise aber darauf hin, und das finde ich für die Lösung, die es in Bezug auf die Ukraine möglicherweise geben könnte, einen wichtigen Aspekt, das haben ja auch einige erwähnt, dass es diese Zusatzvereinbarung gibt, dass in den ostdeutschen Bundesländern bestimmte Übungen nicht stattfinden, dass bestimmte Truppen da nicht stationiert werden und dass man sich auch daran gehalten hat. An diese Dinge. Also ganz ehrlich, Herr Röper, ich will nicht empfindlich sein. Ich habe bei keinem Ihrer Argumente aufgelacht oder abgewunken.
Also entweder machen wir hier einen sachlichen Austausch oder nicht. Aber ich finde, da muss man auch irgendwie so eine ein paar Grundregeln muss man dann schon wahren. Zu Butcher. Ich weise ganz ausdrücklich und laut jede Unterstellung zurück, Butcher wäre irgendwie künstlich von irgendwem herbeigeführt, um irgendwem zu schaden. Das gehört ins Reich einer langen Kette von Argumentationen, die immer wieder darauf hinauslaufen, westliche Geheimdienste würden irgendwas Böses machen, um Russlands Image zu beschädigen. Das kenne ich noch von der Ermordung Anna Politkovskajas 2006 und es gibt eine lange Liste von diesen Geschichten. Ich würde das in diese Geschichten einordnen. Und ich finde es auch, man muss da wirklich, glaube ich, in Ruhe mal drüber nachdenken, wenn man sagt, die Ukrainer oder westliche Geheimdienste oder irgendwer, die ermorden da Leute und legen die mit gefesselten Händen auf die Straße, um Russland irgendwie zu schaden in einem Angriffskrieg, den Russland ja begonnen hat. Also diese Art von Argumentation finde ich hochproblematisch und ich wundere mich eigentlich eher, warum es immer so eine Bereitschaft gibt, an diese Räuberpistolen zu glauben und die immer weiter zu verbreiten. Meine Erfahrung ist, dass es ausgesprochen wenig False-Flag-Operationen gibt, wenn überhaupt welche. Aber es ist sehr modern geworden, bei allem, was passiert, immer gleich zu rufen, False-Flag. Vielleicht lasse ich es mal dabei. Ja, herzlichen Dank. So, ich gebe jetzt das Wort an die Frau Spahn. Bitte schön. Ja, ich möchte das Thema ein bisschen ändern, weil die Frage, oder wenn man sich in dem Paradigma befindet, die Schuldfrage zu klären und das Gegeneinander steht, dann wird man immer weitermachen. Da wird man zu keiner Friedensvereinbarung kommen. Und das Prinzip, das wir vom Westfälischen Frieden kennen, ist eben letztendlich, dass man gerade diese Schuldfrage streicht und dass man eben sozusagen auf die Zukunft guckt, was sind die gemeinsamen Ziele. Und das möchte ich aber auch nochmal ganz aktuell in die gegenwärtige Situation stellen, dass nämlich die Geopolitik, aber eben auch zum Beispiel die Idee der Abschreckung uns dahin gebracht hat, dass wir in einer Dynamik sind, die nur mit einem Nuklearkrieg enden kann. Weil solange man sich eben abschreckt, also dem anderen sozusagen droht, und wenn der andere das genau das Gleiche macht, dann ist man in einer Situation, die sich immer weiter hochschaukelt. Und deswegen sind ja auch diese ganzen Fragen der Waffenstationierung ab 26, aber auch schon das, was jetzt passiert in der Ukraine, extrem gefährlich. Und zwar nicht nur für Russland, es ist gefährlich für die USA, es ist gefährlich für die Ukraine und es ist vor allem gefährlich für uns. Weil in dem Augenblick, wo die Vorwarnzeit nur wenige Minuten ist, sitzen eben ständig alle auf der Stuhlkante und fragen, wann müssen wir den Erstschlag machen, um nicht die Verlierer zu sein. Und solange wir aus dieser Dynamik nicht herauskommen, ist im Prinzip das Todesurteil über die Menschheit schon gesprochen. Ja, Sie sind fertig, ja? Ja. Danke vielmals, Frau Spahn. Diese Frage ist jetzt gerichtet an wen? An Herrn Lange oder an Herrn Röper oder Herrn Pohlmann? An Herrn Lange. An Herrn Lange. Bitte schön, Herr Lange. Ich kann da, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Ich stimme Ihnen zu, dass Abschreckung, wenn überhaupt, dann die zweitbeste Lösung ist. Aber man muss doch anerkennen, wenn es Sicherheitsbedrohungen gibt, dass diejenigen, die staatliche Verantwortung tragen, sich mit der Frage beschäftigen müssen, wie können wir uns gegen Bedrohungen verteidigen? Und wie können wir, wenn wir uns nicht verteidigen können, Abschreckung so organisieren, dass sie glaubwürdig ist und können kommunizieren, wer sich mit uns anlegt,
dem wird es schlecht ergehen, weil das dann möglicherweise diese Akteure davon abhält, sich mit uns anzulegen. Das wäre doch sozusagen wünschenswert, wenn man Verteidigung und Abschreckung nicht machen müsste. Das ist aber nicht die Erfahrung, die wir in Europa gemacht haben. Ist erstens nicht die Erfahrung, die andere mit uns gemacht haben in Europa, aber nicht die Erfahrung, die wir an Europa gemacht haben, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich wäre sehr vorsichtig, damit zu sagen, wir werden nicht bedroht und deswegen können wir von Verteidigung und Abschreckung absehen. Es gibt Bedrohungen für die Bundesrepublik Deutschland und deswegen ist auch die Verantwortung der Bundesregierung, sich mit Verteidigung und Abschreckung zu beschäftigen. Und dass wir das in Bündnissen machen, macht es uns ja einfacher und macht es auch kostengünstiger, was sehr für diese Bündnisse spricht, um die Verteidigung und Abschreckung da zu organisieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, viele dieser Argumente richten sich immer an die falsche Seite. Also ich habe jetzt mehrfach auch von Frau Dr. Rothe gelesen, man muss das Töten beenden und man muss Frieden schaffen. Ich bin sehr dafür. Nur, also der Angriff geht von Russland aus. Russland sagt, es will weiter angreifen. Wie ist denn das jetzt zu beenden? Sollen wir sagen, ja, Russland kann die Ukraine behaben, wir lassen Russland in der Ukraine gewähren, dann ist die Ukraine irgendwann unter russischer Kontrolle und dann ist Schluss und dann ist es beendet. Also ich bin da etwas hilflos bei diesem Argument, weil mein Punkt ist doch nicht, wir müssen Krieg führen. Mein Krieg ist doch, wir müssen diesen Krieg beenden und wir müssen eine dauerhafte Friedensordnung in Europa aufbauen. Das ist doch der Kern dieser Diskussion. Gut, danke vielmals. Jetzt eine Frage insbesondere an Sie, Herr Lange, aber auch an die anderen drei Experten. Wir haben jetzt gut 2 Stunden hinter uns. Können wir noch weitermachen? Sind Sie bereit, noch sich den Fragen zu stellen? Insbesondere Herr Lange. Also inhaltlich sehr gerne. Ich muss aber gestehen, dass am Freitagabend meine Familie ganz froh wäre, wenn ich irgendwann mal aufhöre zu arbeiten. Die empfindet das nämlich nicht als Freizeit, was ich hier mache, sondern als Arbeit. Und ich war jetzt gerne 2 Stunden da. Und also wir können auch gerne vielleicht bei einer anderen Gelegenheit mal wieder diskutieren. Ich will mich jetzt nicht hier irgendwie rausbegeben, aber bitte um Rücksicht auf Familienleben, das sowieso rar gesät ist für mich im Moment. Vielleicht Ja, können wir Herr uns noch Lange, eine dann Frage beantworten. von Herrn Zuse, ja? Ja, Ja, eine bitte, einzige. noch eine Frage, ja? Okay, auch vielleicht zu meiner Person. Ich habe 1984 das Schiller-Institut mitgegründet und war Anfang der 90er Jahre eingeladen worden von der Universität in Lviv, dort einen Vortrag zu halten über meine Ideen und die Ideen des Schiller-Instituts über die Zukunft der Ukraine. Der Hintergrund, warum ich eingeladen war, weil ich habe Anfang der 90er Jahre junge Ukrainer und junge Russen für ein 3-monatiges Praktikum auf deutsche Bauernhöfe gebracht, damit sie lernen, wie ein Familienbetrieb funktioniert. Die Frage, die Anna Lange, die ich Ihnen stellen wollte, weil ich bin sehr gut, ich hatte einen ukrainischen Freund, der war in der SS-Division Galizien, der hat also mit den Deutschen gegen die Russen gekämpft, ist dann mit Bandera hier nach München zurückgeflohen und war im Radio Freies Europa tätig. Und er hat mir da sehr viel erzählt, dass bereits in den 50er Jahren die NATO Waffen in die Ukraine geliefert hat, um im Rahmen des Gladio-Netzwerkes dort das, was noch von den Bandera-Netzwerken da war, zu versorgen. Zweitens, ich habe Bandera angesprochen. Ich kannte sehr gut die Frau Stetzko. Frau Stetzko, ihr Mann war die rechte Hand von Bandera. Frau Stetzko ist 1992 in die Ukraine zurückgekehrt und hat dort praktisch die Partei von Bandera wiedergegründet. Sie wissen ja, Herr Melnik ist hier, Sie sind wahrscheinlich auch in München, an das Grab von Bandera auf dem Waldfriedhof gegangen und hat dort einen Kranz niedergelegt. Was ich wissen will, wie stehen Sie zu Bandera? Überlegen Sie sich, wenn in Deutschland Straßen nach Adolf Hitler benannt werden oder man ihn zum Held Deutschlands erklärt, wie die Welt darauf reagieren würde. Also, was haben Sie zu Bandera zu sagen? Also, wenn Sie einverstanden sind, dann antworte ich gerne noch darauf, aber dann muss ich gehen und kann aber gerne, wenn das auf Interesse stößt, in einiger Zeit, wenn Sie mich wieder einladen, komme ich gerne wieder. Ich halte
Einige Entwicklungen, die es in der Ukraine gegeben hat, insbesondere in den Jahren ab 2006, für hochproblematisch. Auch was die Diskussion um Figuren wie Bandera oder Roman Schuchewitsch oder andere betrifft. Ich glaube, dass das auch zu Recht nicht nur, also was Russland kritisiert hat, ist ja sowieso nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber zu Recht auch von vielen Partnern und Wohlgesonnenen der Ukraine kritisiert worden ist. Und ich glaube auch zu beobachten, jetzt ist Herr Melnyk, der kommt eben aus der Westukraine und kommt aus dieser Tradition. Jemand, der, glaube ich, auch zu Recht dafür kritisiert worden ist, dass er das so in dieser Form gemacht hat. Aber wenn man sich die Ukraine in den letzten Jahren anguckt, insbesondere die Regierungszeit jetzt des Präsidenten Zelensky, dann kommt er doch aus einer ganz anderen Tradition, aus einer ganz anderen Generation und hat eigentlich mit diesen Dingen überhaupt keine Verbindung gehabt. Also das war nach der Orangen Revolution, insbesondere in der Juschtschenko-Zeit, ein großes Thema, bei Zelensky und anderen ist das also sozusagen ja kein entscheidendes Thema gewesen. Man kann natürlich hinzufügen, dass man bei der historischen Auseinandersetzung mit der Ukraine dieses Thema kritisch aufarbeiten muss, dass es auch sein muss, im polnisch-ukrainischen Thema historisch Dinge aufzuarbeiten. Da gibt es große Schwierigkeiten, sowohl auf der polnischen Seite als auch auf der ukrainischen Seite. Ich halte das für unbedingt notwendig. Ich habe übrigens in der Zeit, in der ich in der Ukraine selbst gearbeitet habe, sehr viel versucht, dieses Thema zurande kommen mit der eigenen Vergangenheit und auch mit den schwierigen Figuren und den schwierigen Etappen der eigenen Vergangenheit anzusprechen. Das ist, glaube ich, das muss ein Teil der ukrainischen weiteren Nationenbildung sein. Natürlich ist es auch so, dass viele Ukrainer auf der Seite der Sowjetarmee gekämpft haben und auch zum Beispiel bei der Eroberung Berlins dabei waren. Auch da kann man nicht sagen, das wäre alles Russland gewesen. Und Bandera und Schuchewitsch, das wäre Ukraine. Also die Dinge sind, glaube ich, da ein bisschen komplexer. Aber auch ich habe dazu durchaus eine kritische Haltung zu manchen dieser Entwicklungstendenzen, die es in der Ukraine gegeben hat. Ich würde sie nur nicht ins Feld führen wollen als einen Vorwand für einen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit dem Ziel, dass es keine Ukraine mehr gibt. Und natürlich ist es ein beliebtes Spiel der russischen Propaganda, immer wieder die Ukraine als Nazis und Nationalisten hinzustellen und diese Argumente auch immer wieder in die deutsche und in die internationale Debatte zu bringen, auf dass sie da aufgenommen wird. Und ich glaube, das bringt uns einer Lösung im Sinne von Beendigung des Krieges und dauerhafter Friedensordnung in Europa nicht näher. Und jetzt ist es ja so, das sage ich als Letztes. Wenn wir die Ukraine nicht mehr unterstützen mit Waffen, Munition und Ausrüstung, dann gibt es keinen Frieden. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann gibt es auch keinen Frieden. Dann greift Russland weiter an. Das sagen die Russen ja auch selbst. Frieden gibt es aus russischer Perspektive nach den aktuellen Kriegszielen, wenn Russland in Kiew eine Regierung bekommt, auf die Russland Einfluss nehmen kann, wenn Russland entscheiden kann, welchen Bündnissen die Ukrainer angehören oder nicht angehören, und wenn Russland das Schicksal der Ukraine mindestens mitbestimmen, wenn nicht sogar bestimmen kann. Und ich möchte als letzten Punkt nochmal darauf hinweisen, dass man sozusagen doch den Blick nochmal dafür schärfen sollte, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst entscheiden wollen, wie sie leben, wo sie leben, welchen Bündnissen sie angehören, wie sie ihr Land gestalten und dass sie nicht möchten, dass Russland entscheidet, was mit der Ukraine passiert. Und dass Menschen bereit sind, für ihre Freiheit einzutreten, das sollte nichts sein, wo wir sagen, wir stehen auf der Seite derjenigen, die diese Freiheit versuchen zu unterdrücken und zu bekämpfen. Ich finde, wir sollten da auf der Seite der Freiheit stehen. Und diesen wichtigen Gedanken wollte ich am Ende gerne noch einbringen. Vielen Dank für die Geduld mit mir. So, Herr Lange, ich bedanke mich recht herzlich. Meine lieben Gäste, ich muss sagen, ich bin hocherfreut. Die anderen Wunschredner bitte ich hier zu bleiben. Ich denke, wir machen noch ein bisschen weiter. Ich bin sehr erfreut, dass Herr Thomas Röper ein Nachtmensch ist. Der liegt ja schon 2 Stunden später, bei dem ist es irgendwann Mitternacht. Herr Lange, sind Sie noch da? Hallo?
Ich bin noch da, ich gehe aber Ja, gleich. Moment, ein letztes Wort noch. Ich bin sehr erfreut, dass es so sachlich gelaufen ist. Das habe ich mir gewünscht und es war von dieser Seite ein Erfolg. Meine Frage an Sie ist diese. Sind Sie bereit, diese Dialogreihe fortzusetzen? Wir haben bei der Evaluierung Ukraine-Konflikt haben wir 12 Punkte. Wir fangen an bei 1981, bei 1989 bis 1991. Dann geht es über die Budapester Tagung 2008. Dann geht es über Maidan 2014, über die Krim-Annexion oder Sezession, die auch strittig ist, bis hin Kiewer Abkommen und dann eben die dramatischen Tage vor dem Februar 2022. Wir werden das nächste Mal nicht diese Breitbandigkeit haben bei den Themen, sondern werden uns von Thema zu Thema durcharbeiten in einer sehr sachlichen Form. Frage: Sind Sie bereit, grundsätzlich daran teilzunehmen unter der Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie es wünschen, das nächste Mal vom NSC oder sonst wo auch weitere Partner mitbringen können. Sind Sie dazu grundsätzlich bereit? Also ich bin grundsätzlich weiter zum Dialog bereit, das finde ich auch richtig und bin ja auch der Einladung gefolgt, weil Sie gesagt haben, wir wollen hier sachlich miteinander sprechen. Ich kann jetzt nicht für Kollegen sprechen und ich weise darauf hin, dass wir in Kürze eine sehr große Münchner Sicherheitskonferenz haben werden, nämlich schon im Februar. Insofern steht das unter Vorbehalt des zur Verfügung stehenden Zeitbudgets und der Möglichkeiten. Und vermutlich jetzt nicht sehr viele Dinge in schneller Folge, aber grundsätzlich bin ich dazu bereit und wenn Sie mich wieder einladen, dann werde ich auch kommen. Gut, ich darf mich recht herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass Ihre Familie nicht allzu böse ist. Danke vielmals. Da bin Auf ich mir Wiedersehen. mittlerweile nicht mehr so sicher, aber na gut. Also schönen Abend allerseits. Sagen Sie Tschüss. Rüpel Schulz, schönen Abend, vielen Dank, dass Sie da waren.